Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe von Frag Grünfried. Heute bei uns zu Gast nicht nur Stefan Grotsch, sondern diesmal mit dabei, und darüber freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Daniel Becker. Hallo. Hallo, Stefan. Hallo, Frederik. Hallo, Daniel. Hallo in die Runde. Stefan, kurze Momentaufnahme. Du müsstest jetzt die ersten Vorflüge gehabt haben. Wie geht es dir, Stefan? Und dann komme ich gleich zu Ja, Daniel. also mir geht's gut und also mein Partner und ich, wir haben jetzt zwei Vorflüge gehabt. Insgesamt war es, glaube ich, schon der fünfte Vorflug, den wir hatten. Oder der vierte, das weiß ich jetzt nicht genau. Also wir haben jetzt zwei mitgemacht. Der letzte war knapp 75 Kilometer am Dienstag. Und obwohl der Himmel wirklich total bewölkt war und es so ein frischer Wind war, sind die Tauben exzellent gekommen, muss man ganz klar sagen. Unterschiedliche Höhen, manche wirklich richtig hoch, was ich nicht gedacht hätte bei dem Wetter. Und Tauben waren sehr schnell 90, 95% da. Und dann, ne, aber nach kurzer Zeit waren sie wirklich alle da. Und bei allen Schlägen, eigentlich auch Leute, die jetzt zum ersten Mal gesetzt haben, sind die Tauben auch exzellent gekommen, auch bei Zuschauern, die weiter noch weg waren. Also das war ein sehr guter Flug. Und jetzt haben wir morgen nochmal einsetzen. Wir sollen Samstag gutes Wetter bekommen. Und da tendieren wir zu wahrscheinlich, so wie es aussieht, wollen sie so Richtung 130 Kilometer fahren. Und weil die nächste Woche das Wetter wieder ein bisschen schlechter wird. Ja, und wir haben ja schon am 21. oder 20., weiß ich jetzt nicht genau, April haben wir schon den ersten Preisflug. Also von daher, ich habe es jetzt nochmal zusammen für ein paar Tage und wir werden es dann am Samstag trennen. Ja, aber alles gut. Wir haben bisher noch keine Taube verloren. Also bisher, toi, 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 das sieht also bisher sehr gut aus. Daniel, wie geht's dir und was ist bei dir bei den? Seid ihr auch schon bei den Vorflügen dabei? Ja, ich musste gerade mal ein bisschen lachen. Also mir geht's sehr gut, alles prima. Tauben geht's anscheinend auch gut. Ich kann das aber noch nicht so nachvollziehen, wie gesagt, weil bei uns, ich glaube, unser Kabinenexpress muss erst noch mal zum TÜV und auch noch mal in die Werkstatt, glaube ich, zur Kontrolle. Wir haben es in April. Bei uns lassen gerade die letzten Züchter zum ersten Mal ihre Tauben raus hier auf dem Land. Ja, ich glaube, ich bin da einer derjenigen, der so schon länger fliegen hat. Und bei uns ist das überhaupt noch in weiter Ferne. Vor Mitte April, 16. bis 20. wird hier keiner zum Vorflug einsetzen bei uns. Und wir haben auch hier absolutes Scheißwetter. Wir hatten vor 10 Tagen noch mal morgens 5 Zentimeter Schnee hier liegen gehabt. Und da ist überhaupt noch nicht dran zu denken, an Flüge zu machen. Und ja. Aber sie fliegen jetzt schon ganz gut ums Haus, sie sind getrennt. Ich habe ja noch 24, 25 Weibchen, die waren noch gar nicht gepaart. Die lasse ich jetzt demnächst mal bei die Vögel laufen. Und ja, da sind wir noch ganz entspannt. Ich werde jetzt eigentlich mal gucken, dass sie jetzt mal ein bisschen länger in der Luft bleiben, wie 10 Minuten. Weil ich im Moment wirklich nur rauslassen und wenn sie runter wollen, können sie rein. Also da sind wir noch weit entfernt vom Stefan. Okay, wenn du sagst, 25 Weibchen waren gar nicht angepaart, wie groß ist die Mannschaftsgröße insgesamt bei dir? Und du schickst ja auch nur Weibchen, wahrscheinlich auch dieses Jahr. Auch dieses Jahr nur Weibchen und 48 Zellen habe ich. Hatte ein paar mehr behalten, weil der Greifvogel immer ja hier und da was holt. Und es sind jetzt so ein paar 50 Weibchen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich zähle die nicht, weil ich will mir das Desaster nicht antun, wenn der Geier die gefressen hat. Und aber es scheinen noch alle da zu sein und am Wochenende mal gucken, ob sie da auch mal ein paar Kilometer, dass der Vater sie mal wegbringt. Ja, 50 Stück. 24 Paare in jedem Abteil sind 48. Ja, das ist so der Bestand, der eigentlich zum ersten Flug gehen soll. Und die, die noch nicht gepaart waren, ich habe nur ein Abteil gepaart, da hat die am Junge gezogen von den Zuchttauben. Und das zweite Abteil, das sind überwiegend Jährige. Und die lasse ich jetzt einfach mal zusammenlaufen am Wochenende. Und dann gucken wir mal, können die sich mal einen Vogel suchen. Und dann lasse ich Ja. sie mal 3, 4 Tage zusammen. Ich habe dich ja öfters hier schon mal erwähnt, weil du einer der wenigen Züchter bist, die meiner Ansicht nach ein sehr durchdachtes Zuchtsystem haben, dass du so wenige Zuchtvögel hast, die oft und häufig wechselpaarst mit vielen Weibchen. Hast du das dieses Jahr auch so praktiziert oder praktizierst du das noch? Ja, also wir haben 2 Runden zu meiner Tante umgelegt, dann eine Runde zu meinen Weibchen umgelegt und eine Runde zu Ammenpaaren umgelegt und eine Runde sind sie jetzt gerade am selber ziehen. Und wir haben aber auch relativ spät angepaart, sonst haben wir das ja wirklich gemacht, dass wir schon Ende November, Anfang Dezember gepaart haben. Und Ja. dieses Jahr war mein Cousin wegen Urlaub und so haben wir das ein bisschen verschoben. Ich glaube, wir haben erst
20. Dezember gepaart oder so. Aber dann geht das ja relativ schnell. Dann werden die Weibchen getauscht, Eier umgelegt, zack, zack. Und so haben wir von den, wir haben jetzt so 14 Einzelboxen insgesamt, haben wir von diesen 14 Vögeln natürlich einiges an Jungen. Ich glaube, ein Vogel ist dabei, da habe ich die Eier jetzt immer umlegen können. Ich glaube, von dem habe ich jetzt schon 6 Runden oder sowas. Also 12, also jetzt, ich sag mal, Anfang April schon 12 Junge. Ja. Und was sind zurzeit die, sagen wir, besten 2 oder besten 3, wenn du die kurz anreißen würdest? Welche Linien sind das? Ja, das ist einmal von unserer Olympialinie. Die sind nach wie vor eigentlich immer noch die besten. Sowohl bei mir als auch bei meiner Tante. Da haben wir auch jetzt wieder einen Vogel mit 11 und 12 hat er geflogen und 3 Erste in die Zucht gesetzt von ihr. Ich habe 2 Weibchen mit über 40 Preisen in die Zucht gesetzt. Das sind schon Enkelkinder von ihr und das sind nach wie vor eigentlich die besten. Dann sind die Fabertauben dabei vom Dennis, von der Tyson-Linie 5,57. Die passen sehr gut dazu. Das ist eigentlich so die zweite Linie, die wir da so eingekreuzt haben. Ja, das ist eigentlich so der überwiegende Teil der Tauben und haben jetzt von Herberts hier über die Big Boss-Linie noch was bekommen. Die werden wir jetzt mal, die haben wir seit letztes Jahr im Test. Sind 2 Vögel und mal gucken, ob die auch einigermaßen dazu passen, ja. Ja, das wirst du ja spätestens nächstes Jahr wissen um diese Zeit. Ja, also wie gesagt, der eine Vogel, den hatten wir letztes Jahr schon, der hat am Anfang 3 Runden nicht befruchtet, waren ganz später und dann hatten wir 6 Junge und meine Tante hatte 2 Stück dabei, ich glaube eine mit 12-12 und eine mit 12-11 und jeder hat den ersten geflogen, also der ist, der durfte dann auch bleiben. Wir hatten noch einen zweiten Herbertsvogel, da hatten wir ein paar mehr Junge von, aber der ist schon wieder weg. Der hat das erste Jahr bei uns nicht überstanden im Zuchtschlag. Ja, was, Stefan, du guckst so unglaublich, was denkst du dazu, wenn du das hörst, dieses Zuchtschlag? Ja gut, der, mit dem System funktioniert das natürlich nur dann auch, wenn du noch einen anderen Schlag hast, den du dann halt auch die Junge noch geben kannst. Ne? Dann, sonst hast du ja so schnell so viele Junge. Ich finde das gut, das System, aber letztendlich für mich wäre es einfach zu viel Aufwand. Du brauchst auch Einzelboxen letztendlich und ich war ja auch schon mal mit Daniel, habe einen Film gedreht. Ist mit viel Arbeit verbunden, aber ist eine interessante Sache. Ne? Also von daher, viele Wege führen ans Ziel am Ende vom Tag. Aber es ist natürlich immer schön, wenn du so einen schnellen Test machen kannst mit so vielen Jungen. Ne? Wenn du jetzt 2 Schläge hast und weißt, im ersten Jahr hast du, sagen wir mal, 10 oder 12 Junge aus einem Vogel, ja. Nur was mich interessieren würde, ist, stell mir das jetzt gerade vor, jetzt hast du einen Vogel, der hat jetzt 4 Weibchen bekommen, es ist auch mit dem einen Weibchen, kommen super Tauben raus. Die würde ich im nächsten Jahr für immer zusammenlassen. Machst du das dann, oder? Ja, wir tun sie wieder zusammen. Also wir tun sie schon wieder zurückpaaren, tauschen zwar auch mal zwischendurch, aber es sind mittlerweile bestimmt 4, 5 Paare, wo man mal sagt, das ist wie so ein Stammpaar, die auch wirklich jedes Jahr immer mal wieder zusammenkommen, weil da auch wirklich immer wieder Tauben rauskommen, wo gute sind, die zweistellig fliegen. Ich sag mal, eine gute, die zweistellig fliegt. Ja. Ich habe eine Täubin von Guido Weinrich, ist ja leider schon verstorben, war ja auch bei uns im Team, aus seinem 4. Assweibchen auf Bundesebene und die ist an einem Bruder-Olympia-Weibchen dran. Da haben wir schon super Tauben raus, die kommen auch, die sind auch jetzt gerade wieder zusammen. Und dann habe ich noch einen Vogel von Frank Sander aus der Wunder von Hacht-Linie. Der ist an einer Schwester vom Olympia-Weibchen dran. Da haben wir den Besten von Hessen raus und haben dann wieder einen Vogel raus mit 12 und ein Weibchen mit 10. Und bei mir ein Weibchen mit 13-13 und im Ersten. Das Pärchen ist auch jetzt wieder zusammen. Okay, also an alle Zuschauer, vielleicht könntet ihr uns noch mal ein paar Fragen in die Kommentare schreiben, wenn euch was interessiert, gerade vielleicht wenn heute Daniel zu Gast ist, vielleicht wollt ihr besonders seine Meinung auch hören, die ich auch immer sehr schätze. Immer, wenn wir telefonieren, Daniel, oder uns treffen, bin ich immer begeistert von deinen Ansichten. Hast du mich ja auch angesteckt, dass wir quasi also ein ähnliches System fahren, dieses Jahr auch nur mit den Weibchen schicken wollen, weil ich glaube, dass das für uns auch ein gutes System sein kann. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum du dich für dieses System entschieden hast und ob du den vielleicht mit mehr Zeit, jetzt ist ja noch voll im Berufs- und anstrengenden Leben, sage ich mal. Irgendwann als Pensionär oder als Rentner könntest du dir auch vorstellen, wieder mit Vögeln zu spielen oder willst du das dein ganzes Leben nicht mehr anders machen? Schwierig. Ich kann es mir im Moment eigentlich nicht so wirklich vorstellen, weil das System so gut ist. Gut, es ist entstanden dadurch, dass von meiner Tante der Mann gestorben ist und mein Cousin
gerne weitermachen wollte. Dadurch ist es entstanden und dadurch haben wir uns zusammengetan und das hat auch perfekt funktioniert. Wir ergänzen uns da auch perfekt, da gibt es auch keinen Stress und so. Das ist einfach, ja, er ist der ruhige Part und ihn interessieren auch viele Dinge nicht. Ob es mal sein, der Traube zu verkaufen oder so, dann sagt er schon, ach, mach du das oder das juckt den alles nicht. Der will eigentlich nur, der ist Ingenieur, der ist die ganze Woche unterwegs und der will eigentlich nur am Wochenende seine Ruhe haben und Tauben gucken. Und deswegen klappt das also relativ gut, wie wir das zusammen machen. Und ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Es würde aber nur funktionieren, wenn wirklich zwei sich perfekt ergänzen. Weil wenn so ein Kartenhaus mal zusammenbricht und der Schlag sich auflöst oder was auch immer, dann ist das ganze System natürlich auch futsch. Also das kann man auch nicht mit jedem machen, glaube ich. Okay, dann haben wir schon einige Fragen reinbekommen, auch letzte Woche schon. Sind heute außergewöhnlich viele, schon 14, die in der letzten Woche reingekommen sind. Die erste Frage kommt von Uwe Eich. Hallo Herr Wolf, ich hätte eine Frage für den nächsten Podcast. Halten Sie die Reiseweibchen tagsüber ausgesperrt? Haben Sie den ganzen Tag Zugang zum Wasser bekommen Sie dies nur morgens und abends? Und mich würde auch interessieren, wie andere Züchter das handhaben. Wenn möglich, bitte unter Weibchenspielern. So, der Herr Eich war auch mein Anstoß, dich zu fragen als Weibchenexperte. Deshalb als erstes die Frage an dich, Daniel. Du hättest die Weibchen auch ausgesperrt. Also ja, hältst du die auch ausgesperrt? Und zweite Frage, wenn das so ist, kriegen die bei dir auch Futter und Wasser? Also, die ersten 25 Weibchen, die gepaart waren, die haben jetzt bei der Paarung das erste Mal seit letztes Jahr den Schlag von innen gesehen. Die 25-jährigen Weibchen, die haben seit dem Jungflug ihren Schlag nicht mehr von innen gesehen. Seitdem sind die in der Foliere. Tag und Nacht. Die haben nur die Foliere gewechselt vom Jungtierabteil ins Reiseabteil und das war's eigentlich. Ja, und die sind eigentlich Tag und Nacht draußen, haben natürlich dann da auch ihr Wasser, die werden auch draußen in der Foliere gefüttert und ja. Die waren noch nicht drin. Die kommen jetzt das erste Mal rein, wenn die bei die Vögel kommen am Wochenende, wenn ich die mal zusammenlaufen lasse. Ansonsten sind die über den ganzen Winter, die ganze Jungtiersaison komplett draußen. Ja, da kommen die jetzt das erste Mal in den Schlag rein und dann kommen die auch wieder raus. Ne? Ich spiele die so lange, wie es geht, wirklich nur aus der Foliere. Und die letzten 3 bis 4 Jahre habe ich meinen inneren Schlag, wo auch Einzelboxen für die Weibchen sind, 48 Stück. Ich kann die auch einsperren, wenn ich will. Da habe ich sie so gut wie nicht benutzt. Mal ein paariges Weibchen eingesperrt, ja. Aber ansonsten, ja, die fliegen quasi aus der Foliere, mehr oder weniger. Ja. Und logischerweise haben sie da auch Zugang ganz für Wasser und Futter, hast du ja gesagt. Ja, ja. Stefan, wie machst du das? Deine Weibchen, sperrst du die eigentlich aus oder bleiben die den ganzen Tag im Zellenschlag drin? Wir haben so eine kleine Foliere vom Weibchenschlag und die können eigentlich in der Regel machen, was sie wollen. Also die können tagsüber in die Foliere gehen, können aber auch im Schlag auf den Sitzbrettchen sitzen, wie sie wollen. Letztendlich viele Weibchen, gerade die älteren Weibchen, sitzen ganz gerne wirklich vor ihrer Zelle auch die ganze Zeit, ja, weil das halt der Territorium auch ist. Und aber es gibt auch Weibchen, die dann rausgehen, gerade wenn es jetzt warm ist, also jetzt noch nicht, aber im Hochsommer, heizt der Schlag schon bei mir sehr stark auf. Dann gehen viele auch raus, aber alles freiwillig. Ne? Es kann mal sein, dass ich sie auch mal, wenn es jetzt wirklich, wenn ich das Gefühl habe, dass die paaren sich da ein bisschen zu sehr, dann sperre ich sie auch mal aus. Aber es kommt wirklich selten vor. Aber dann haben sie auch die Möglichkeit, Wasser aufzunehmen, wenn sie ausgesperrt sind. Da hast du ja schon ein gutes Sprichwort ein gutes Stichwort angesprochen. Daniel und Stefan, erste Frage an Daniel. Wie viele paarige Weibchen oder wie viele lesbische Weibchen hast du denn das Jahr über? Wie viele Eier kannst du da rausnehmen aus der Legebatterie? Also Eier rausnehmen, vielleicht mal 1 oder 2, aber okay. So richtig paaren. Auch jetzt, die waren ja noch nicht zusammen, da dreht nicht ein einziges Weibchen. Also und die sind ja jetzt auch schon einen Moment getrennt. Und wenn ich es könnte, würde ich es mal zeigen. Wenn ich die jetzt rauslasse und lasse die rein und mache die Ausflugklappe auf, die sind in 18 Sekunden ungefähr geschätzt, sind die alle verschwunden, die 50. Das geht nur klack, 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 dann sind die weg. Die haben natürlich jetzt auch ein bisschen Kohldampf und Hunger. Aber wie gesagt, da ist im Moment noch absolute Ruhe. Im Hochsommer kann das durchaus mal passieren. Ja. Was mich interessieren würde, Stefan, du hast eben gesagt, die sitzen vor ihrer Zelle. Sind das denn ihre Zellen, wo auch nachher die Vögel sind, oder sind das separater Schlag? Nee, das ist ja der reine Weibchenschlag, der ist so wie ein Witwerschlag auch. Da sind 35 normale Zellen drin. Die sind tagsüber ja zu
Und vor jeder Zelle ist so ein Dreiecksitz. Ich habe aber noch zwei Sitzregale, so auch noch normale, ne, Brettchen, wo sie drauf sitzen können, also ein bisschen mehr wie 35. Und weil ich im Winter meistens ein paar Weibchen mehr habe als diese 35, genau wie du auch, Daniel, oder wie Frederik, ja. Der Raubvogel und so weiter. Und die sitzen dann auch wirklich, also das sieht man schon sehr deutlich, dass die Jährigen noch nicht so, ja, weil die halt noch nicht so diese Schlagliebe zu der Zelle haben, obwohl sie schon mal angeparkt waren. Aber die meisten Weibchen ab 2 Jahren sitzen in der Regel fast alle genau vor ihrer Zelle auch. Ne? Und am Wochenende dann, ganz normal, mache ich die Zellen dann auf, dann können die dann da rein letztendlich und dann lasse ich die Partner halt dazu. Ne? Also das ist so bei mir der Ablauf. Ne? Oh ja, und Weibchen, Frederik, zu Eiern und lesbischen Weibchen. Es kommt mal vor, dass vielleicht in der Saison 3, 4 Eier mal da liegen. Das kann mal vorkommen, ja. Aber ich habe auch mal 1, 2 Weibchen, die ein bisschen so eine lesbische Neigung haben. In der Regel nehme ich die nicht raus, spiele die trotzdem weiter. Aber hält sich bei mir echt in Grenzen. Also so große Probleme habe ich wirklich nicht damit. Ne? Also es kann mal sein, dass du in 1, 2 Ecken, dann stelle ich manchmal so eine Tränke in der Ecke rein, eine leere. Dann hört das schon in der Ecke dann auf und ja, ist ja ganz interessant. Ich kann mich ja noch am letzten Herbst erinnern. Ne? Da haben wir ja uns auch unterhalten und da habe ich euch ja erzählt, dass ich meine Reiseweibchen nicht mehr angepaart habe nach der Reise. Ne? Und ich weiß gar nicht, weil das Belgier, Holländer mir auch, die machen das auch einige. Und dann haben sich 1, 2 Weibchen ein bisschen lesbisch gezeigt. Und da habt ihr ja gesagt, bin mal gespannt, ob das dies Jahr sich wieder fortführen wird. Aber ich glaube, da wird nichts passieren. Also. Jetzt kommt eine Frage von Thorsten. Hallo Leute, eine Frage in die Runde. Wie würdet ihr eure Tauben führen, wenn man berufstätig ist, 9 bis 10 Stunden nicht zu Hause ist und auch keinen Partner hat, der hilft und dann aber trotzdem, zumindest in seiner Erfahrung, Regionalverband, Fluggemeinschaft, erfolgreich spielen möchte? Die Tauben können nur am Nachmittag trainiert werden, ohne privates Training. Man muss gegen Züchter antreten, die oftmals doppelt so viele Tauben schicken. Also die Frage ist, Daniel, wie würdest du dann deine Tauben führen? Oder ist es vielleicht bei dir genauso? Ja, fast ähnlich. Ich meine, gut, der Vater ist jetzt Rentner, das heißt, der kann die auch schon mal füttern morgens noch, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich fütter die in der Regel, die Reiseweibchen, vor der Arbeit und auch nachmittags dann oder abends. Ich glaube, dass das bei Weibchen zum Beispiel gar nicht so entscheidend ist. Vögel sind da, glaube ich, ein bisschen anfälliger. Und das private Training auf der Autobahn spielt meiner Meinung nach ab 350 Kilometer sowieso keine Rolle mehr. Das ist sowieso übertrieben. Und ich glaube, da haben auch viele wieder ein bisschen von runtergeschraubt. Das war ja mal so ein Hype, wo das jeder gemacht hat. Ich habe das, muss das ja sagen, habe das auch mal gemacht. Mache das ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also wenn mal weggefahren, wenn sie mal vielleicht ein bisschen sich lesbisch zeigen oder so. Wenn man merkt, hier, jetzt geht's los, dann kann man sie mal wegfahren oder mal über Nacht zusammenlassen. Aber ja, das geht auch. Also man kann sie ja vor der Arbeit füttern und dann nachmittags ganz normal trainieren. Und ich weiß gar nicht, war es Stefan Katzenellenbogen, der damals bei den deutschen Meisterschaften vorne dabei war und hat auch nur einmal am Tag gefüttert und hat noch Schichten gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, einer war auf jeden Fall deutscher Weitstreckenmeister. Ich glaube, zweiter war Peter Schwichtenberg aus RV Rostock. Der hat das auch gemacht. Also ich glaube, dass das durchaus kein größeres Problem darstellt. Bei Weibchen sowieso nicht. Vögel, da kann vielleicht der Stefan noch was zu sagen. Ich glaube, die sind da ein bisschen anfälliger. Also wir stehen ja auch alle drei, wie wir hier jetzt im Bild zu sehen sind, noch in Lohn und Brot letztendlich. Und ich habe zwar einen Partner, aber der Günther ist halt auch nicht mehr so fit am Ende vom Tag. Aber ich glaube, um das mal ganz klar zu sagen, wenn ich einen Zeitplan habe, bin ich beim Daniel, wahrscheinlich auch beim Frederik. Ich würde es immer so machen, wenn ich morgens theoretisch, es ist immer die Frage, wann ich arbeiten muss, wie viel Zeit habe ich vorher. Ne? Wenn ich, ja, sagen wir mal, das wissen wir ja jetzt bei ihm nicht. Ne? Und die Taubenzahl ist immer die Frage, was ist die doppelte Zahl? Fängt er mit 30 an, mit 40? Ich glaube, 30, ja. 35. 30. Also die Anzahl der Tauben, glaube ich, ist ja gar nicht das Problem. Das ist, weil ob ich jetzt 30 Witwe habe am Schlagrauslass oder 45, da ist ja kein großer Unterschied zu sehen letztendlich. Ne? Vom Saubermachen auch nicht. So, wenn ich morgens die Zeit habe, würde ich morgens die Tauben rauslassen, vor der Arbeit. Ne? Habe ich die Zeit nicht, würde ich sie zumindest morgens, die Reisetauben, schnell versorgen. Das würde ich so machen. Ne? Futter, damit die ein bisschen was zu fressen haben, so würde ich das machen. Wenn ich dann abends nach Hause komme,
würde ich die Tauben ganz normal rauslassen. Wenn du die Tauben im Haus hast, hast du einen Vorteil, kannst du entspannt rauslassen, die Tauben, auch wenn du 8, 9 oder 10 Stunden gearbeitet hast. Das ist ja kein Problem heutzutage. So, dann lässt du sie halt nur einmal am Tag raus. Und dann musst du dir halt überlegen, finde ich, was machst du? Wie viel Zeit hast du? Kannst du Vögel und Weibchen und Junge trainieren abends? Ist das möglich? Ja. Oder die Junge kannst du zum Beispiel, wenn du Junge hast, kannst du vor der Arbeit morgens den Ausflug aufmachen. Wenn du die Möglichkeit hast, können die raus und abends holst du sie rein, wenn du von der Arbeit kommst. Das sind ja alles Möglichkeiten, die du hast. Ne? Also was ich ja auch da auch sehr beachtlich fand, was Alfred da auch entwickelt hatte, diesen Motor quasi an den Trögen, dass man das quasi auch schon im Dunkeln, wenn man sehr früh das verlassen muss, den Stall oder das Haus, dann kann man das ja reinmachen, dann kann man morgens immer zur gleichen Zeit füttern. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, die Tauben unbedingt zweimal am Tag rauszulassen. Ich glaube, das Gleiche kann man auch mit den Jungen machen, dass man da eine Hühnerklappe macht und die Tauben dann alleine reingehen und der Vater von der Judith Arning, mit dem wir uns unterhalten haben auf der Olympiade in Maastricht, der hat auch gesagt, dass er das sehr viel automatisiert hat. Die Tauben, das geht alleine auf, das geht alleine zu, die werden automatisch dann mit der Klingel reingeloggt und so. Da kann man schon viel machen. Das ist auch weit ab des Optimums. Ja, ich glaube, jeder von den Taubenzüchtern wäre am liebsten den ganzen Tag zu Hause und würde zwischen den Tauben sitzen. Ich kenne aber auch Beispiele, wo die Züchter ja dann irgendwann sehr erfolgreich waren im Berufsleben mit den Tauben und dann Rentner geworden sind, den ganzen Tag nur noch zu Hause waren und dann keinen Erfolg mehr hatten. Ja, weil sie nur im Taubenstall sitzen und die Tauben nicht zur Ruhe kommen. Letzte Woche habe ich noch mit einem Rentner gesprochen. Der ist jetzt Rentner geworden, seit 2 Jahren ist bergab gegangen, weil er zu viel Zeit hat, ganz einfach. Ne? Ja. Und wenn er nur im Taubenstall sitzt, kommen die gar nicht zur Ruhe. Ja. Also ich, wie du schon sagst, Frederik, also ich glaube schon, dass man das vernünftig hinbekommen kann und mit einmal rauslassen. Kenne ich genügend Züchter, selbst ich habe es mal ein Jahr gemacht, wo ich die Tauben nur einmal am Tag morgens rausgelassen habe. Da habe ich keinen Unterschied gesehen von der Leistung. Ja, also ich habe genauso viele gute wie schlechte gehabt, wie als wenn ich sie zweimal rauslasse. Ja, und es gibt genügend Züchter, die sie nur einmal rauslassen. Das ist das Gleiche wie mit dem Trainingsintensivität. Ja, Albert, der war 15 Minuten, beim anderen müssen sie eine Stunde fliegen mit Fahne. Am Ende vom Tag hat der Erfolg mit seinem System. Und ich glaube schon, wenn du einen vernünftigen Zeitplan hast, kannst du auch vernünftig mit Tauben mit wenig Zeit spielen. Klar wird es dann auch mal stressig. Das ist bei uns ja nicht anders, ja. Aber am Ende vom Moment, mein Gott, also ich glaube manchmal, wir meinen manchmal vielleicht sogar zu genau mit unseren Tauben. Man kann auch mal 5 gerade sein lassen, behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Ohne nicht weniger erfolgreich zu sein. Wie ist das bei dir, Daniel? Wie lange fliegen deine Weibchen in der Saison? Und lässt du die einmal oder zweimal raus? Die kommen nur einmal am Tag raus. Schon seit bestimmt 10 Jahren oder so. Also auch die Zeiten, wo wir auf Bundesebene weit vorne waren, da sind die auch nur einmal rausgekommen. Also das ist also absolut übertrieben mit zweimal. Und auch die Trainingsintensität, die habe ich mal gehabt. Dann flogen sie 1,5-2 Stunden am Haus nachmittags, wenn ich heimkam. Dann habe ich aber auch ein Jahr gehabt, da flogen sie nur 1/2 Stunde. Das ist total unterschiedlich. Und ich glaube, dass das auch gar nicht der wichtige Punkt ist. Die müssen gesund sein, das ist viel, viel wichtiger, dass die Taube gesund ist und dass man einen guten Stamm vielleicht hat, aber alles andere kriegt man hin und das muss alles gar nicht sein. Das ist zu übertrieben alles. Du hörst es ja auch. Also gestern habe ich wieder mit einem Züchter aus unserem Team gesprochen, der sagt, der lässt die Weibchen raus, sie sind 1 Stunde weg. Da habe ich zu ihm gesagt, wieso packst du sie vorher im Kopf und versteckst sie 1 Stunde, ja? Also 1 Stunde... Eine Stunde waren meine Weibchen noch nie weg am Stück, ja. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Es war 1/2 Stunde mal, ja, Frederik, bei dir, ja, aber 1/2 Stunde mal. Aber das, wie du schon sagst, Daniel, das ist auch nicht das Entscheidende am Ende vom Tag, ja. Nee. Also gesund, wenn sie gesund sind, fliegen sie sowieso per se schon mal von alleine, sagen wir mal 1/2, 3/4 Stunde mit einem guten Tempo, sind mal 10, 15 Minuten weg, kommt auch immer mal aufs Wetter an. Wenn du sie dann mittags bei 30 Grad rauslassen musst, werden sie wahrscheinlich nicht ganz so gut fliegen, als wenn ich sie morgens um 6 rauslassen kann, wo die Luft noch besser ist. Aber am Ende vom Tag muss man sich da gar nicht so viel Gedanken machen. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und dann fliegen sie sowieso von allein mit einem guten Tempo, gute Versorgung und dann setzen sie sich auch die guten Tauben durch. Ja, da kommt es ja noch darauf an, wie habe ich die gefüttert, wie habe ich die Weibchen zum Beispiel, wenn ich die knapp gefüttert habe Anfang der Woche, die haben Hunger
dann haben die gar keinen Bock zu fliegen. Dann drehen die da ihre paar Runden und dann wollen die rein, weil die denken, es gibt Futter. Ja, und dann müsste ich ja einen riesen Aufwand betreiben, um die in der Luft zu halten. Dann machen die manchmal eine Viertelstunde, wenn ich die morgens um 6 rauslasse, und um 5:45 komme ich vom Zugschlaf wieder runter, da sitzen die schon da und wollen am liebsten wieder rein, weil sie Hunger haben. Also das kommt ja auch noch alles dazu. Wie sind sie gefüttert? Ja, das spielt keine Rolle, glaube ich. Okay, da kommt die erste Frage von Daniel, nicht von dir, Daniel, sondern haben insgesamt 4 Fragen von Daniel. Vielen Dank für die hohe Daniel-Beteiligung. Kann man Entrobug und Immunbooster durch das Vitalo Top ersetzen, sodass man statt 2 Produkten nur noch 1 füttern muss? Gruß, Daniel. Okay, da würde ich mal mich vorschicken als Antwortender. Das Vitalo Top ist dafür da, auch quasi das Immunsystem zu unterstützen und den Infektionsdruck zu senken. Das wird aber nicht gelingen, den gleichen Effekt zu erzielen wie mit Entrobug und Immunbooster, weil halt im Vitalo Top zum Beispiel auch keine Vitamine drin enthalten sind, auch keine Präbiotika oder Probiotika. Insofern, wenn man sich da entscheiden müsste für eines dieser beiden Produkte, Entrobug und Immunbooster, dann würde ich vermutlich, das ist schwer zu entscheiden, die Frage geht noch weiter, wenn man sich entscheiden müsste, Daniel, Entrobug oder Immunbooster, was würdest du wählen? Ich würde Entrobug nehmen und die Selina würde Immunbooster nehmen. Und so ist das auch bei uns immer, wenn sie das Futter mischt, dann ist es dunkel und wenn ich das Futter mische, ist es hell. Weil tatsächlich steht das auf dem Plan, entweder oder. Und ja, das wird, nehme ich da jetzt nicht ganz so genau, aber ja, ich würde schon das Entrobug bevorzugen. Wie ist es bei dir, Stefan? Ja, ich würde jetzt in der Saison würde ich den Immunbooster bevorzugen. Den würde ich dann tendenziell eher einsetzen. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, er fragt ja nach diesen 3 Produkten. Ich würde Immunbooster Entrobug dann wahrscheinlich in der Reisesaison für die Altaum vorziehen, im Gegensatz zu Vitalo Top zum Beispiel. Also, wir geben Vitalo Top den Jungtauben. Also genau, da gebe ich das viel. Ja. Dann der nächste Frage von Daniel. Kann man Tauben zu viele Beiprodukte während der Reise verabreichen, sodass die Tauben überdrehen? Also das gibt es ja auch oft, dass die Leute sagen, die Tauben überdrehen. Ich weiß, Daniel, du bist ja auch ein sehr konsequenter Anwender des Versorgungsplans. Wie würdest du dem entgegnen? Weniger ist manchmal mehr. Aber es heißt nicht weniger Produkte, sondern manchmal, ich mache das schon konsequent, aber manchmal wirklich in halber Dosierung. Gerade Anfang der Saison. Ich fange jetzt mal an. Carni Speed haben die noch gar nicht bekommen. Da kriegen die jetzt demnächst mal die Hälfte der Dosierung. Fange ich immer mit an. Und steigert das dann ein bisschen. Ja. Also ansonsten sollte man schon einen Plan haben. Ich sage mal, es liegt ja auch daran, was ich füttere. Habe ich ein Futter mit Eiweißkomponenten drin oder nicht? Also wir haben ein eiweißarmes Futter. Also geben wir natürlich das K&K-Protein dazu. Ein anderer, der vielleicht viel Eiweiß und so im Futter hat, macht das vielleicht nicht oder braucht es dann halt eben vielleicht auch nicht. Da muss man dann schon ein bisschen gucken. Und da liegt es schon dran. Man muss natürlich auch nicht übertreiben. Also die Tränke muss nicht glühen da, dass wenn man den Deckel aufmacht, dass da dir irgendwas entgegenkommt. Man muss das nicht übertreiben. Aber man sollte schon ein gutes System haben und das ein bisschen auf, mit was spiele ich, mit welchem Futter spiele ich, welche Ansprüche habe ich. Also sollte man schon so ein bisschen abstimmen, das Ganze. Also, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Es ist eine schwierige Frage, weil die Frage ist ja auch ganz einfach, glaube ich. Also ich habe jetzt gestern mit Carni Speed zum Beispiel angefangen. Gut, jetzt haben wir auch schon in 2,5 Wochen die erste Preistour letztendlich. Ich habe gestern Carni Speed damit angefangen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ein Verfechter dafür, wenn jetzt die Woche rum ist, ja, dann fange ich eigentlich mit unserem Versorgungskonzept richtig an. Komplett. Ne? Dann gehe ich hin und fange wirklich, wie der Versorgungsplan ist, versorge ich unsere Tauben. Da bin ich beim Daniel vielleicht Dosierung ein bisschen geringer. Ja? Aber ich bin halt der Meinung, jede Woche, wenn ich die Dosierung gebe und der Flug ist, dann ist das, fängt das danach wieder bei Null an. Ja? Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sagen kann, überhitzen die Tauben. Ja, man sagt, früher hat man gesagt, oh, bloß kein Hanf geben, kann ich mich nur daran erinnern. Ja, da überdrehen die Tauben und es ist auch wieder überlegt worden. Und wenn wir Rückenwindflüge haben, da kannst du, glaube ich, ganze Woche klares Wasser gehen, dann gehen die Tauben trotzdem drüber. Ja, da bin ich zu 100% von überzeugt. Ja, also ich
bin schon der Meinung, wenn ich ein Konzept habe, mache ich das von der ersten Tour an. Ja, also bei uns die letzte offizielle Vortour, da fange ich hundertprozentig mit dem Programm an und ziehe das auch wirklich nach hinten durch. Ich habe jetzt auch kein Produkt dabei, wo ich sage, das gebe ich erst in 6 Wochen nach Hälfte der Saison, so nach dem Motto, da kriege ich nochmal einen extremen Schub. Weiß ich nicht, ja. Es gibt vielleicht Tische, die das machen, das mache ich auch nicht. Ja, sondern ich versuche schon unser Konzept von der ersten Tour an durchzusetzen, weil ich halt erreichen möchte, nach Möglichkeit vom ersten Flug an bis zum letzten Flug eine gute Reiseleistung zu erzielen. Ich habe das Gefühl, dass ich das damit am besten erreichen kann, wenn ich das Fütterungskonzept beibehalte. Aber nochmal, also was du auch sagst, Daniel, oder was der Daniel, der jetzt gefragt hat. Am Ende vom Tag muss es jeder Züchter für sich auch selber entscheiden, wie viele Produkte er einsetzen möchte. Ja, er muss ein gutes Konzept haben. Ja, wenn er jetzt 1-2 Produkte sagt, die möchte ich nicht aus unserem Versorgungsplan einsetzen, dann ist das ja absolut in Ordnung. Ja, aber eine Basis muss da sein. Ja, so 4-5 Basisprodukte, die extrem wichtig sind. Und darauf kann man ja was aufbauen letztendlich. Am Ende vom Tag, und da sind wir uns ja immer wieder einig, brauchen wir trotzdem gute Tauben. Auf die gute Tauben fällt es nachher am Ende zurück. Aber was passiert, wenn alle oder wenn die Tauben alle sehr gut sind, dann entscheidet wieder die beste Versorgung. Ne? Und das ist halt, also ich sag mal, bei zum Beispiel bei Entrobac, ja, da sind ja hochdosiert, ist dann ein Bakterienstamm drin enthalten, Probiotikum. Wenn es jetzt Züchter gibt, die sagen, ja, ich gebe keine 5 Gramm für 20 Tauben, sondern ich mache nur wenig, 0,5 Gramm, so, weil ich möchte sparen oder ich will sie noch nicht zu gut drauf haben, dann ist es auch so, dass die Entwickler dieser Produkte und dieser Inhaltsstoffe da ja auch Erfahrungen mitgemacht haben. Wie viel muss ich denn dosieren, um diesen richtigen Effekt zu erhalten? Ne? Und das ist, da sollte man sich schon auch von Rönnfried auch weg betrachtet, auch daran halten, was die Leute da empfehlen. Ne? Also genau wie Mechanic Speed. Ja, wenn mir ein Züchter sagen, ich gebe das einmal in der Woche, ja, dann sage ich ihm ganz klar, du hast 2 Möglichkeiten, lass es bleiben, weil die Flasche kannst du dir schenken, dann kauf lieber eine Flasche Hexenbier davon, ja, oder gib es wirklich mindestens 4-mal in der Woche. Nur dann haben wir auch den Effekt davon. Ja. Das muss man ja auch ganz klar wissen. Deswegen, und genau wie der Frederik sagt, halbe Dosierung. Also ich bin da kein Freund von. Ich versuche, wie gesagt, vom ersten Flug an das Konzept so umzusetzen, bis zum letzten Flug hin. Also damit das nicht falsch verstanden wird mit der halben Dosierung, bei Entrobac und so mache ich das auch nicht. Ne? Ja. Das ist jetzt zum Beispiel bei Carni Speed, da fange ich so ein bisschen jetzt an, demnächst und gebe das dann mal. Ja, und da gebe ich dann zum Beispiel jetzt während den Vortouren, Stefan, du hast ja eben gesagt, du hast es noch gar nicht dann jetzt gegeben quasi, da gebe ich das dann mal in halbe Dosierung oder das Blitzform. Ja. Da mache ich einfach mal 1 Milliliter auf 1 Liter rein, um einfach mal, dass die Tauben sich auch dran gewöhnen. Das ist so, und wenn dann die Saison aber losgeht und der letzte Vortour ist gekommen, dann kriegen die ganz normal, wie beim Stefan auch, kriegen die ihr Programm und das war's. Und das Einzige, was ich da mache, ist Schaffett. Das gebe ich jetzt, ich sag mal, dann bei den Flügen 350, 400, da kriegen sie es eine Mahlzeit mehr, wie sonst. Ne? Und wie bei den kurzen Touren eben nur einmal in der Woche. Und kennen die Tauben das denn jetzt schon, das Schaffett? Und wenn sie es nicht kennen, fressen sie es trotzdem gut bei dir? Das fressen die rum bestimmt weg. Meine Weibchen fressen alles. Da musst du aufpassen, dass sie deine Finger nicht mit wegfressen. Okay. Der nächste Daniel fragt, Daniel S. Stefan, immer mehr hören mit der totalen Witwerschaft auf und spielen nur mit Weibchen, weil die Weibchen besser fliegen. Wie ist es bei dir, wo der Partner immer zu Hause ist und auch, sind auch da die Weibchen besser? Oder kommen die Weibchen einfach mit der totalen Witwerschaft besser zurecht? Erstmal vielleicht an Daniel Becker die Frage und dann an Stefan. Also ich muss jetzt einfach mal sagen, es ist Quatsch, weil die Vögel fliegen ja bei meiner Tante genauso stark. Da sind genauso Regionalbeste bei, RV-Beste bei. Die fliegen erste Konkurse. Wenn ich den Jungflug sehe zum Beispiel, da hat die ja jede Menge Vögel, die zweistellig fliegen, weil wir viele Jungtouren auf Preis machen. Ja, das ist zum Beispiel, finde ich jetzt zum Beispiel Quatsch. Ja, da fliegen die Vögel auch. So kommen vielleicht mit der totalen Witwerschaft die Weibchen besser klar. Die Erfahrung habe ich damals vielleicht schon auch gemacht, ja, dass der Vogel dann schon vielleicht mal sein Weibchen sucht. Aber auch da höre ich ja bei meiner Tante, dass es Vögel gibt, selbst wenn die heimkommen nach einem schweren Flug, die haben überhaupt nicht so den Drang auf die Weibchen. Ja. Die wollen erstmal sich ruhen und was fressen und saufen. Und ich weiß ja, kann der Stefan vielleicht noch mehr zu sagen. Aber das
Das glaube ich nicht. Das ist so dann, die Weibchen verzeihen vielleicht mal einen Fehler mehr. Vielleicht auch das Unpünktliche. Macht denen auch nicht so viel aus. Aber ansonsten fliegen die Vögel ja genauso gut. Wie sieht es bei dir aus, Herr? Ja, also wenn ich jetzt mal so die Erfahrung von anderen Züchtern auch aufgreifen kann, würde ich sagen, wenn wir jetzt, wir müssen ja zwei Systeme besprechen. Die totale heißt, wenn ich die Weibchen und die Vögel spiele, ne, da hast du, würde ich sagen, von zehn erfolgreichen Züchtern sind, würde ich schon sagen, prozentual 7 bis 8, die mir gesagt haben, die Weibchen fliegen bessere Spitze und tendenziell ein bisschen besser. Ja, weil ich glaube auch, dass die Weibchen ein bisschen besser mit dieser totalen Methode klarkommen als die Vögel. Ja. Auf der anderen Seite, da ich ja noch nie total gespielt habe, sondern immer den Partner zu Hause gelassen habe, wenn wir das so machen vom System her, glaube ich, habe ich manchmal Jahre dabei, da kommen die Weibchen was besser und dann habe ich Jahre dabei, wo die Vögel besser kommen. Ja. Und aber ich glaube, wenn ich jetzt die ganzen letzten 10 Jahre mal nehme, ohne das jetzt genau ausgerechnet zu haben, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, mehr Spitzenpreise haben schon die Weibchen bei uns erzielt. Na, das glaube ich schon letztendlich, auch was erste Konkurse angeht. Ja. Spitze meine ich ja wirklich mehrere hintereinander dann auch. Ja. Das waren schon, in guten Jahren, wo ich Tom richtig gut war, da waren schon in der Regel die Weibchen, die dann vorneweg marschiert sind, bevor dann manchmal der erste Vogel kam, der dann auch nicht spät war, aber trotzdem die Weibchen von der Spitze waren. Also totale, glaube ich, tun die Vögel sich manchmal ein bisschen schwerer. Und ansonsten mehr spitze Weibchen, leichtere Führung vielleicht. Ne? Aber leichter ist immer relativ. Wir sagen das vielleicht jetzt. Ja, aber ich kenne auch Züchter, die haben mit Weibchen angefangen. Nach einem Jahr haben die um Gottes Willen nie mehr Weibchen, ja, weil sie es nicht hinbekommen haben, warum auch immer. Ne? Also, und das wäre jetzt so meine Aussage dazu. Ich habe ja damals mal einen Bericht geschrieben von Hans-Paul Esser für den Rhönfried-Kurier. Der hat ja in diesen erfolgreichen Jahren, hat er ja totale Witwerschaft gespielt. Das war ja phänomenal. Die haben ja die Vögel und die Weibchen, die haben ja geflogen wie verrückt, wenn man da die Listen geguckt hatte. Das war ja schon wirklich bärenstark damals. Ja. Also da gibt es Beispiele so und so. Ja. Genau. Okay, dann kommt noch eine Frage an Daniel. Du hast für einen Vogel mehrere Weibchen. Würdest du das auch so machen, wenn du mehr Platz hättest? Oder siehst du keine Nachteile, wenn mehrere Weibchen für einen Vogel, mehrere Weibchen sich einen Vogel teilen müssten? Oder siehst du da sogar einen Vorteil hinsichtlich der Eifersuchtsmethode? Ich habe ja Platz. Also von daher, ich habe jetzt 48 Zellen, habe das Ziel, dass ich auch zum ersten Flug 50 Weibchen habe ungefähr. Dann hat ja auch jedes nur einen. Das liegt immer ganz dran, spontan. Wie viele Junge habe ich abgesetzt? Wie war der Jungflug? Habe ich genügend Weibchen? Und ich kann mich schlecht von jungen Weibchen trennen, wenn wir zum Beispiel 2x300 und 400 Kilometer am Jungflug gespielt haben und die haben das mitgemacht, dann kann ich schlecht sagen, welche Taube ist besser und schlechter und welche sollte jetzt den Schlag verlassen. Und dann behalte ich die einfach alle und hase einfach doppelt an. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre weniger Junge abgesetzt wie sonst, weil wir eine Runde oder 2 weniger gemacht haben, dann habe ich auch einfach einen Besatz. Ich glaube, dass das nicht viel ausmacht, weil gerade die jährigen Weibchen kommen oft vom Flug nach Hause, die haben auch gar keinen richtigen Bock. Die fressen, saufen, sitzen, bleiben manchmal in der Foliere sitzen, dass manche, die zugucken, schon mal sagen, was ist das denn, warum gehen die denn jetzt zum Vogel? Ja, die Alten, die hängen da vor den Zellen und drehen und wollen da rein und die Jährigen, die bleiben manchmal einfach da sitzen. Da habe ich Weibchen gehabt, ja, die haben zweiständig geflogen als Jährige oder viel Spitze, die hatten gar keinen Vogel. Das hat die überhaupt nicht interessiert, obwohl der Vogel drin saß. Die sind überhaupt nicht hingegangen. Also von daher macht auch keinen Unterschied. Also ich kann ja zum Beispiel, ich kann mich an ein Video erinnern, das ich gedreht habe beim Stefan Machels, der Bruckmanns, der hat ja zum Beispiel, der spielt auch nur Weibchen und der hat, glaube ich, 50 Weibchen und hat dafür 25 Vögel. Ja, also das heißt, der hat diese Methode halt gespielt, 2 Weibchen für einen Vogel. Wäre mir zu anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Ja, das heißt, wenn ich mir vorstelle, so gerade bei den kürzeren Flügen, die kommen jetzt nach Hause, die Zelle ist halb auf und da müssen 2 Weibchen rein, die kloppen sich ja erstmal. Ne? Also ja. Das ist ja so, ja. Und da müsstest du die eine wegnehmen, aussperren, ja, anders hinsetzen vielleicht, die eine dazu, danach die andere. Also für mich wäre das System nichts, aber auch da, wenn man ein System hat und das konsequent durchführt, führt das auch zum Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Der hat sogar noch auf die Spitze getrieben. Der hat danach sogar noch
junge Weibchen, ja, die also auf der Jungtour gespielt worden sind, hat er auch noch an die Vögel gepaart. Das heißt, er hatte teilweise drei Weibchen einen Vogel gepaart gehabt, ja. Hat auch funktioniert. Ja. Mathis fragt, hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage. Wenn ich Blitz gebe, wird mein Wasser nach kurzer Zeit wieder klar. Ist da irgendwas dran oder fällt eine neue Zusammensetzung? Da kann ich kurz was zu sagen. Mathis, dein Blitzform ist ja hochdosiertes Jod drin und Kaliumiodid drin enthalten. Das wird nach kurzer Zeit verändert sich die Farbe hinsichtlich, dass es wieder also weniger braun wird. Das ist auch korrekt so. Also es ist halt keine Abweichung von der Norm, weil wir das erwarten. Wir haben das auch untersucht und haben dann festgestellt, dass auch noch sehr viel oder ausreichend Jod zur Desinfektion und zur Formsteigerung drin enthalten ist. Also das ist okay so, dass das passiert. Carsten B. fragt, welche genaue Auswirkung hat eine hohe oder beziehungsweise zu niedrige Luftfeuchtigkeit auf die Atemwege? Begünstigt das die Ansiedlung von Erregern? Und was ist in diesem Zusammenhang zu den Auswirkungen von Zugwind auf die Atemwege zu betrachten? Also, kann da einer von euch beiden was zu sagen? Fühlt sich da einer zu berufen? Zu berufen, also... Stefan, komm! Ich fühle mich jetzt nicht, aber ich behaupte einfach mal, zu hohe Luftfeuchtigkeit ist mit Sicherheit nicht formfördernd. Genauso wenig wie, wenn es jetzt extrem heiß ist und der Schlag extrem trocken ist, ist das wahrscheinlich, genau die Mitte wollen wir irgendwo haben. Ne? Und ich kann, also was ich mache, mein Weibchenschlag, da hat er so ein Flachdach, so ein Eternitdach oder wie sich das auch immer nennt, und der wird schon recht heiß, dann gehe ich hin, wenn die da mal draußen sind, abends dann, oder morgens, dann sprühe ich den auch schon mal mit nur Wasser aus, damit die Zellen so feucht sind, damit ich da ein bisschen Feuchtigkeit in den Schlag kriege, das mache ich zum Beispiel im Hochsommer. Und ja, ansonsten kann man ja, wenn man zu hohe Luftfeuchtigkeit, ein bisschen mit einer Wärmeplatte arbeiten, wenn man das möchte. Das muss man dann für sich selber entscheiden. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Daniel, hast du Wärmeplatten da drin oder kannst du das machen? Nee, überhaupt gar nichts. Die sitzen ja auch alle ausgesperrt. Du hast die auch das ganze Jahr ausgesperrt. Soll er draußen? Also wenn er eine folierende Wärmeplatte reinsetzt, da würde ich ja fragen, ob wir mal zum Arzt gehen sollten. Daniel. Ja, genau. Da müsste ich mich mal ganz kräftig untersuchen lassen. Von daher, ja, Wärmeplatten gibt es definitiv keine. Und Feuchtigkeit, ja. Wenn ich sehe, dass ich habe auf meiner Foliere ja ein Glasdach drauf, also Plexiglas, und die legen sich ja bei dieser Bullenhitze trotzdem noch in die Sonne rein. Ja. Und das macht denen auch nichts aus. Und ich sag mal, was will ich da dann sprühen? Ja, Stefan, klar, wenn du einsprühst, hast Holz, sprühst dann die Zellen ein oder so. Aber das funktioniert ja in der Foliere alles nicht. Ja? Das ist ja ein Effekt, der verpufft ja. Ich kann denen mal Badewasser reinstellen vielleicht, das ist aber auch alles. Funktioniert aber auch alles. Also ich glaube auch, wenn man gerade betrachtet, dass so, wo die Tauben herkommen, dass sie auch ja aus ariden Gebieten stammen, wo es wirklich sehr, sehr heiß und sehr, sehr trocken auch ist. Ich denke, dass es sehr, sehr heiß und sehr, sehr trocken. Und jetzt sind die besonders anfällig für Atemwegserkrankungen. Ich halte das nicht für nachvollziehbar. Was ich allerdings auch aus persönlichen Erfahrungen weiß, dass wenn es zieht im Taubenschlag, dann wird man sicherlich nicht viel Freude haben an den Tauben. Und also wenn man das irgendwie wahrnehmen kann, dann ist es eh schon zu viel. Überhaupt gar keine Möglichkeit schaffen, dass es zieht. Und dann wird es wahrscheinlich schon ein recht guter Taubenschlag sein. Ich wollte gerade sagen, ja, da muss ja der Züchter selber für sorgen. Ne? Durchzug ist natürlich nicht für den Züchter selber, wenn du im Schlag stehst, gut, und für die Tauben, wenn man den ganzen Tag sich da aufhält, mit Sicherheit nicht zielfördernd. Also das sollte man unterbinden, und das ist ja in der Regel nicht viel Arbeit. Das müsste ja relativ einfach zu beheben sein. Ne? Alles andere kannst du meiner Meinung nach nur hohe Luftfeuchtigkeit kannst du bekämpfen durch eine Wärme, durch eine Heizung, durch eine Wärme letztendlich, durch eine Wärmequelle, ja, wenn du mit dem Hydrostat arbeitest. Aber die Frage ist, muss man das unbedingt, um erfolgreicher sein, das ist die nächste Frage. Ich glaube, man muss es nicht, weil es gibt genügend Züchter. Ne? Nehmen wir mal unseren Altmeister Wolfgang Röper. Ja? Da ist ja auch keine Heizung am Schlag. Ja? Der hat ja wahrscheinlich auch mal hohe Luftfeuchtigkeit oder mal eine Hitze da drauf und spielt trotzdem sensationell gut. Ne? Also von daher kann man das meiner Meinung nach ein Stück weit vernachlässigen. Ich glaube, wir haben auch unsere Tauben viel zu viel verprimelt und mit allem. Ja, Albert Derber, wo ich bei dem war, der sagt, oh Stefan, guck mal hier, kannst du haben. Hat er auch Wärmewellenheizung drin gehabt, hat er sich eingebaut, ne? Ja. Die wollte er nur verschenken, weil er sie gar nicht anmacht, letztendlich. Ja. Ne? Weil er es nicht für sinnvoll erachtet. Und wir haben bei unserem Witwerstach haben wir zwei Wärmewellenheizungen.
Die sind ja, die Schläge sind zum Norden ausgerichtet, die sind schon recht kühl, auch im Frühjahr. Da ist es schon mal so, dass ich wegen der Temperatur mal, jetzt wenn die Saison losgeht, mal so donnerstags nachts die schon einen Tag vorm Einsetzen mal anmache, wenn es jetzt extrem kalt ist, ja, oder nicht so warm ist. Weil da habe ich schon ein paar Nachteile gegenüber die Schlägen, die halt von der Ausrichtung besser liegen. Ne? Aber das ist so das Einzige, was wir mal machen. Aber guck mal, wir haben doch die Tauben viel zu verwöhnt. Ja, das ist doch, die sind ja nichts mehr gewohnt, ja. Wenn die dann da drin sitzen, dann werden die noch beheizt, die Witwer, und dann kommen die mal in eine Foliere mit ein bisschen Wind und ein bisschen Schnee, dann sitzen die da und machen dann wird wieder irgendwelche Medikamentchen da reingedonnert, dass die Tränke, da läuft irgendwann der Schaum raus, so ungefähr. Also das ist doch alles Quatsch. Also das ist alles übertrieben. Viele Dinge sind meiner Meinung nach total übertrieben. Und das ist unter anderem die Heizung. Okay. Ja, habe ich verstanden, Daniel. Ja. Jetzt fragt ein Neuanfänger, schönen guten Tag, Matthias, mein Name, ich fange jetzt wieder neu mit Brieftauben an, bin gerade beim Brieftaubenschlagbau. Ich werde nächstes Jahr reisen und wollte mir jetzt Junge hauen, wollte mit denen dann die Winterzucht durchführen. Wie kann ich am besten die Tauben versorgen bis dahin? Ich würde gerne das Konzept von Rhönfried übernehmen in der Ruhephase. Ist es auch für die Jungen? Danke, bin ein großer Fan von euch, macht weiter so. Vielen Dank, Matthias, für die Frage. Daniel, wenn du dir jetzt Junge holst, für die Winterzucht, was wäre dir wichtig in der Versorgung der Tauben bis dahin? Also ich habe das richtig verstanden, die sollen gar nicht gereist werden. Genau. Nur zur Zucht. Genau. Ja, die müssen gesund sein, das Thema hatten wir ja eben schon mal, das ist schon mal wichtig. Aber was heißt gesund sein? Was tust du dafür, wenn du jetzt, sag mal, du fährst jetzt zu Stefan, dir gefallen drei Tauben, die du vielleicht im Winter anpaaren willst, was ist für dich wichtig, was du mit denen bis November, Dezember machen musst? Also ich sage jetzt einfach mal, ich kriege 5 vom Stefan, 5 von dir, ich hole mir das noch 10 woanders, dann habe ich 20 Stück, 10 Paare, die ich im Winter anpaaren will. Aber ich möchte nicht, dass du meine an Frederik seine anpasst, ja? Ja, das kann das auch. Da muss man die Kalte drankommen, also dann hänge ich nachher wieder hinten dran. Ja, und dann würde ich diese 20 Jungen zum Beispiel, wenn ich sie alle zusammen habe, ich würde erst einmal einige Tage Entrobac geben, das einfach um das Immunsystem zu stärken oder Immunbooster, würde ich auch machen. Aber ich würde zeitgleich die Tauben dann einfach mal beim Tierarzt untersuchen lassen, weil verschiedene Bakterienstämme zusammenkommen, Impfungen durchführen. Ja. Also dieses einfache Standardprogramm erstmal, dass die Tauben an sich gesund sind. Geimpft, untersucht, gesund und dann, ich sag mal, versucht, die Jungen ordentlich zu halten, Immunsystem aufbauen, ganz wichtig. Und ansonsten braucht man ja mit diesen Tauben, wenn die auch nicht gereist werden sollen, die riesengroße Menge nicht machen. Einmal die Woche Vitamine mal geben, Mineralien zur Verfügung stellen, würde ich jetzt sagen. Und dann sollte man die Jungen schon, ich sag mal, wenn dann immer noch welche kränkeln, dann weiß ich auch nicht, ob das die richtigen Tauben für eine Zucht sind. Das muss man einfach so sagen, weil eine Zuchttaube, die dann auch Winterzucht machen soll, die muss auch von sich aus genug Immunsystem haben oder aufgebaut haben, dass sie das schafft. Ja. Also meine Meinung ist, eine Zuchttaube, wenn ich der sehr, sehr viel zuführen muss über irgendwelche Zusatzgaben, dann ist die Zuchttaube eigentlich für mich zu schwach. Die muss mit wenigen Dingen klarkommen. So ist meine Meinung. Wenn du jetzt sagst, Impfung, impfst du die Tauben auch gegen Salmonellen jedes Jahr? Nee. Machst du nicht. Gut, dann haben wir Sebastian, eine Frage von Sebastian. Hallo zusammen, eine Frage zum Weibchenspiel. Wie ist es möglich, dass ich meine Weibchen so vorbereite, dass ich sie auf dem Endflug von Eiern spielen kann? Aus Zufall hatte eines unserer Weibchen beim Endflug die letzten Jahres circa 4 Tage alte Eier und flog sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit, das Legen so zu timen, dass die Leistung bei den vorherigen Flügen nicht leidet? Vielen Dank. Also da tue ich mich ja schwer mit, ne? Also das heißt ja, du müsstest ja theoretisch hingehen, wenn wir es einfach mal vom Plan runterbrechen. Wenn bei uns, wir haben 14 Flüge, das heißt, dann müsste ich ja theoretisch nach dem 12. Flug die Tauben zusammenlassen. Ja, damit die dann zum Endflug, wenn ich richtig gerechnet habe, auf die Schnelle, dann circa 3 Tage alte Eier haben. Ja, das heißt, der 13. Flug müsste ich dann mit Weibchen spielen, die ich auf Treiben habe, die dann, und
Also ich persönlich glaube, nur weil jetzt ein Weibchen mal mit 4 Tage alten Eiern gut geflogen hat, wäre das für mich kein Argument, weil es gibt 100 andere Züchter, die das normale, die Witwerschaft mit den Weibchen gemacht haben und auch gute Weibchen hatten, die am Ende gut geflogen sind. Ja, also da würde ich persönlich würde die Finger davon lassen. Ich würde die ganze Saison ganz normal spielen. Und ein gutes Weibchen, weil gut in Form ist, kann am Endflug auch in 14 Wochen Witwerschaft eine gute Leistung bringen. Daniel, was ist deine Meinung dazu? Also ich tue mich da genauso schwer. Wahrscheinlich meine Gestik und Mimik eben gezeigt. Das ist ein ganz heißes Eisen, glaube ich auch. Und ich würde da auch nicht dran gehen. Ich habe festgestellt, ich habe mal im Frühjahr, als die Trainingsphase anfing, Weibchen ja auch so ein bisschen trocken gespielt und habe die nochmal zusammenlaufen lassen. Da waren die voll am Treiben. Und dann hat mein Cousin die Tauben weggefahren. Der Flug war für mich ein Desaster. Dem seine Vögel, die waren zu Hause, das waren nur 60 Kilometer. Und für mich, die kamen so beschissen, weil die richtig angetrieben waren. Und das Jahr drauf habe ich dasselbe wieder gemacht. Und da ist das wieder mir passiert. Seitdem, wenn die richtig angetrieben sind und die Vögel, die den ganzen Tag da rumjagen, also da fahre ich keine Tauben noch nicht auf 60 Kilometer. Und damit würde ich auch keinen Flug bestreiten wollen. Also ich hau mal eine These rauf, warum ich glaube, vielleicht lehne ich mich zu weit raus, aber warum ich glaube, dass die Taube vielleicht gut war. Bei 4 Tage alten Eiern wurde die ja mit Sicherheit auf frisch gelegten Eiern eingesetzt. Ja, also das heißt, die Nacht vorher muss man ja noch abziehen. Also wahrscheinlich hat sie ja 3 Tage vorher erst das zweite Ei gelegt. Also 5 Tage vorher ja das erste Ei. Vielleicht war sie auf dem Vorflug, also auf diesem Zwischenflug gar nicht mit. Das wäre noch eine These, die man ja mitgehen könnte, weil er vielleicht gemerkt hat, oh, die Taube muss legen, die setze ich gar nicht mit. Das hoffe ich ehrlich gesagt. Die zweite Variante ist vielleicht, die hatte so eine nicht gute Kondition, dass sie vielleicht beim Endflug mit starkem Rückenwind gar nicht hinter dem Hauptschwarm hinterhergekommen ist und fällt als erstes in der Heimat runter und fliegt dann einen frühen Preis und man denkt daran, dass sie so besonders gut drauf war, aber in Wirklichkeit war sie besonders nicht gut drauf. Und fliegt deshalb früh auf den Rückenwindflug. Dafür müsste man sich den Flug nochmal angucken und ob meine These da passt. Denn was ich auch schon erlebt habe, wenn man Tauben eingesetzt hat, die nicht in Höchstform waren oder die auch mal nachgekommen sind, wo man eigentlich denkt, ob du heute im Preis fliegst, das sind bei Rückenwindflügen oft die ersten. Und deshalb würde ich mir das nochmal an Sebastians Stelle genau überlegen und genau angucken und vielleicht dann nochmal das schreiben, was für ein Flug das war, ob die Taube auf dem vorherigen Flug mit war, da müsste man mehr zu wissen, um das richtig einzuordnen. Aber ich bin auch bei euch beiden. Ich würde die in der Reise nicht verpaaren. Und ich weiß, früher so in den Anfangsphasen 95, 96, so habe ich noch in der Grundschule war, da weiß ich, wurde das auch mal gemacht. So, und dann wurden den Tauben irgendwie dann noch Nistmaterial gegeben und Freitag zum Einsetzen und damit die Vögel irgendwie Nester bauen. Das war also bei uns. Aber damals waren wir auch wirklich richtig schlecht, war das immer eine Katastrophe. So insofern sind wir davon wieder abgegangen. Das hörst du ja bei vielen Züchtern, die dann gerade auf dem Endflug, wie du schon sagst, was versuchen wollten, ne, mit Nestmaterial. Und also die meisten, die ich dann gehört habe, das ist dann in der Regel in der Hose gegangen. Ja. Und wenn es bei einem funktioniert, dann wird damit Werbung gemacht ohne Ende. Ja, und dann glauben das andere wieder. Das ist Quatsch. Also ich glaube, dass der große Prozentsatz geht das in die Hose. Ja. Und ich würde immer versuchen, wenn ich ein System habe, würde ich es immer vom ersten Flug bis zum 14. Flug durchziehen, Gewohnheit ranbringen. Die Tauben müssen wissen, woran sie sind. Das ist meine Meinung. Ne? Ich glaube auch, du musst ja halt auch ein System finden, wo du entweder du konzentrierst dich wirklich auf so Weitstreckenflüge, wo du das dann machen kannst, vom Nest natürlich, glaube ich, sehr gut schicken kannst. Das machen ja die sehr, sehr erfolgreichen Weitstreckenspiele, glaube ich, auch in der überwiegenden Zahl. Dann kannst du dich ja darauf konzentrieren und dann hast du ja auch nur 2, 3 Flüge im Jahr, wo du das wirklich machen willst. Aber für so ein RV-Spiel kannst du das ja eh nicht jede Woche ausreißen. Und da ist ja der vorletzte 400er ist ja genauso wichtig wie der Endflug für die Meisterschaften wahrscheinlich. Und insofern würde ich das auch nicht empfehlen. Ja, wir spielen zum Beispiel dies Jahr auch wieder 2 500er und 600er im RV-Programm. Und wenn ich die dann dazwischen drin noch irgendwo anpaaren sollte, das würde ich nicht machen. Okay, jetzt kommt eine Frage aus Pakistan. Der Züchter hat auf Englisch gefragt. Wir werden nicht auf Englisch antworten, aber den Anlass der Frage finde ich gut. Ich antworte ihm später auf Englisch. Mein Name ist
Pirzada Khan und ich komme aus Pakistan und verwende seit 3 Jahren Rönfit-Produkte. Unser letztes Rennen ist im Monat März und die Temperatur in Pakistan beträgt im März 30 bis 35 Grad. Es gibt auch einige Nahrungsergänzungsmittel von Rönfit. Was sollte ich den Tauben während dieser Flugsaison verabreichen bei den hohen Temperaturen? Daraus frage ich mal, Daniel, änderst du dein Versorgungssystem hinsichtlich der Temperaturen? Also wenn es heißer wird, machst du da was anders oder worauf legst du da besonderen Wert? Also was ich schon mal gemacht habe, ist, dass ich einen kleinen Ticken weniger Blitzform gegeben habe, ja, aber nur minimal. Ansonsten, ich ändere da nicht groß was. Ich bin auch kein Fan von irgendwelchen Kropfspülungen oder irgendwas hinten noch hier von wegen Elektrolyte rein und ich lasse das so, wie das ist, weil ich glaube, das ist für die Taube im Endeffekt das Beste. Ich habe meinen Plan, den ziehe ich durch und da bleibe ich bei. Da ist alles eigentlich drauf abgestimmt. Ja. Ich sag mal, ja, die Temperaturen sind halt da und ich bin da jetzt kein Fan von, das zu verändern. Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist. Okay. Stefan, hast du eine Vorgehensweise bei extrem heißen Temperaturen? Nee, also was den Versorgungsplan angeht, da bin ich so wie der Daniel. Also ich versuche, unser Versorgungssystem beizubehalten, auch wenn es jetzt heiß wird. Und ab wann ist es heiß? Ne? Und wann fange ich damit an? Gucke ich jetzt vorher noch aufs Thermometer? Dann muss ich noch die Luftfeuchtigkeit berücksichtigen. Dann muss ich ja für eine Stunde eher aufstehen, bis ich alles ausgerechnet habe. Und Versorgungsplan, der bleibt bestehen und da ändere ich auch nichts dran. Okay. Da kommt ein Kommentar zur letzten Folge, der unter unseren YouTube-Kommentaren war. Man sollte die deutsche Meisterschaft abschaffen. Hier gibt es und kann es keinen sportlichen Vergleich auf Bundesebene geben. Der Züchter ist der Meinung, je schwächer die Konkurrenz, desto größer die Chance. Stefan, das schießt jetzt ein bisschen gegen dich. Aber das will ich gar nicht diskutieren mit der Konkurrenz. Das sehe ich erstmal anders. Daniel, wie ist deine Meinung zur deutschen Meisterschaft? Meine Meinung war schon immer, dass man das Ganze freier gestalten muss, unser Hobby. Da haben wir auch, glaube ich, auch schon vielen Messen abends bei einem Bierchen drüber gesprochen. Ich würde ganz viel abschaffen. Ja. Auch so, dass man mehr wählen kann, wo kann ich einsetzen. Und ich glaube auch, dass der Neidfaktor geringer ist, wenn du in so einem Clubheim quasi mit vielen Gleichgesinnten 400-500 Kilometer Flüge machen willst, ja, weil dann wollen das die Leute. Und die deutsche Meisterschaft ist halt schwierig. Ich sehe das jetzt bei uns. Die Jahre, wo wir auf Bundesebene vorne waren, hatten wir viele Tauben im Regionalverband und alle haben zusammen gespielt. So, und dann hattest du 7, 8 erfahren und alle haben zusammen Tauben aufgelassen. Dann konntest du auch Punkte holen. So, und dann hast du aber jetzt zum Beispiel Fälle, der will nicht mehr mit dem und der nicht mit dem und der nicht mit dem. Und dann kannst du auch die Punkte nicht mehr holen. Und dann sind natürlich die im Nachtreffen, ich sag mal, die jetzt hier bei uns, ländliche Region, uns der Erfahrung, noch keine 1000 Tauben, wenn das losgeht. Ja. Da tun sich noch 3 Erfahrungen zusammen, weil dann kriegst du 1600 Tauben. Und wenn sich im Ruhrgebiet 3 Erfahrungen zusammentun, dann haben die schon allein 2500, 3000 Tauben. Ja, die haben ganz engeren Raum. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber aufgrund dessen, dass es Vorbenannte sind, ist es immer wieder möglich, da vorne reinzurutschen. Das hat man natürlich auch schon erlebt. Schwierig. Es muss aber ja auch irgendeinen Anreiz geben, wo man sagt, unser Hobby muss nach draußen in der Öffentlichkeit vertreten werden, dass man sagt, da gibt es eine deutsche Meisterschaft, da gibt es eine Olympiade oder irgendetwas. Das muss ja auch schon da sein. Also das ist schwierig, einfach zu sagen, wir schaffen das ganz ab. Ist nicht der richtige Weg. Ich weiß aber auch im Moment nicht das Patentrezept dafür. Ist sehr, sehr, das gehen die Meinungen weit auseinander, glaube ich. Das ist, man muss sich einfach damit abfinden, je nachdem, in welcher Region man lebt, muss man richtig froh sein, wenn man da mal reinrutscht. Und ansonsten muss man sich auf das konzentrieren, wo man Spaß dran hat. Ist halt eben so. Was? Da sagst du ja schon was. Was macht dann für dich den Taubensport aus? Weshalb machst du das überhaupt? Ja, das Salz in der Suppe sind, wir nennen das hier bei uns 400 plus. Wir sind so eine kleine Truppe. Wir haben gesagt, wir machen uns mal selbstständig und fliegen ab dem dritten Flug nur noch 400 Kilometer aufwärts. Ja, und nur wenn das Wetter scheiße ist, geht's retour. Und ansonsten fliegen wir jede Woche 400. Und wenn das Wetter gut ist, machen wir auf 500 und 600. Das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Diese Flüge,
ja, diese anderen Flügel, diese kurzen Dinger, der Wind verteilt das, die Tauben sind in 15 Minuten alle zu Hause. Das ist uninteressant. Das macht für mich jetzt keinen Spaß, man hat auch keinen Reiz. Wie gesagt, der Reiz ist 400 plus, das zu spielen, das macht richtig Spaß. Bei den Jungtauben, wir haben dieses Jahr im Programm zweimal 300, einmal 400 mit den Jungtauben. Ja, das haben viele nicht. Ich meine, die meisten schaffen ja noch nicht einen 300er, wenn ich manche sehe. Und das ist der Reiz, das ist das, was es ausmacht. Das muss keine Weitstrecke sein, in dem Sinne, wo man jetzt sagt, die müssen 1000 Kilometer fliegen. Das muss so ein gesundes, kerniges Zwischending sein und wo die Leute auch richtig Spaß dran haben. Und aber da gehen die Meinungen auseinander, auch hier bei uns auf dem Land. Die einen wollen kurz, schnell fertig, alle Tauben zu Hause. Und andere wollen schon dann gerne mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Konkurszeit. Tauben müssen natürlich nach Hause kommen, wenig Verluste, das will jeder. Und das ist, glaube ich, das Salz in der Suppe. Okay. Ja, ich will schon was dazu sagen, Frederik, zur Deutschen. Das will ich aber gar nicht hören, Stefan. Ja, aber trotzdem sage ich das. Also erstmal, ich finde ja, wie hieß er, der die Frage gestellt hat oder die Anmerkung? Moment. Jamoe heißt er. Der Jan, okay. Also erstmal finde ich natürlich die Aussage grundsätzlich, also das, diese Aussage, wie zum Beispiel, wer deutscher Meister werden kann, der spielt gegen eine schlechte Konkurrenz. Na, das spiegelt ja ehrlich schon mal wieder, wie manche den Taubensport dann da sehen. Ja, also das sehe ich überhaupt nicht. Ja, also ich glaube, jeder, der deutscher Meister wird oder vorne mitspielt, das sollte man respektieren. Das, weil er eine gute Leistung gebracht hat. Weil keiner kann beurteilen, ob die Konkurrenz jetzt bei dir stark ist, bei dir, Daniel, oder bei uns stark ist. Ja, jeder spielt gegen Taubenzüchter in seinem Regionalverband. Und wer da vorne ist, die Bedingungen hat, das sollte man erstmal anerkennen, finde ich persönlich. Ja, ich finde auch eine deutsche Meisterschaft, wie immer sie ausgestaltet wird, finde ich persönlich nicht unwichtig. Genau, was der Daniel nämlich gesagt hat. Irgendwo muss ja ein Anreiz sein, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen zu können. Und deswegen sollte man die deutsche Meisterschaft auch nicht abschaffen. Aber was der Daniel zum Beispiel sagt, Frederik, wie zum Beispiel, ja, wir haben früher unser Regionalverband, da waren wir 7 RV und die haben zusammen aufgelassen und dann ist es irgendwann in die Brüche gegangen, weil die RV von links der RV rechts nichts gegönnt hat. Da haben wir, weißt du was, bevor der Daniel weiter die Asspunkte kriegt, ja, höre ich lieber auf. Und das ist doch das falsche Denken, was wir haben. Ja, und das ist doch genau darum, wo unser Taubensport dran krankt. Ja, keiner RV will, dass die andere RV ein paar Asspunkte mehr bekommt. Es ist nun mal so leider, manche RV liegen nicht ganz so gut, ja. Man kann Gruppen machen, ja. Die Gruppen sind dann relativ, sag ich mal, okay und fair vielleicht. Klar, die große Liste dann. Aber das sollte man auch gönnen können, finde ich, ein Stück weit, ja. Aber Frederik, das ist so. Und wenn wir immer kleinere Auflässe kriegen, ja, da, wir müssen auch mal gucken, dass wir vielleicht ein paar, wo es möglich ist. Ja, also ich glaube, man muss die Züchter da aber auch verstehen, wenn es Frauen gibt, die 90% Preise schicken und in der großen Liste werden 30% der benachteiligten Frauen chancenlos sein, dann ist das ein Problem. Dann muss man auch die Bedürfnisse dieser Züchter ernst nehmen und dann gucken, okay, dann gibt es vielleicht diese große Liste auf 200 Kilometer fliegen, gibt es dann vielleicht nicht mehr. Ne? Das ist okay. Dann gibt es ja große Namen. Ja, man muss alle Bedürfnisse ernst nehmen, auch die Züchter. Da kann man auch nicht sagen, ja, aus meiner Sicht musst du denen das mal gönnen. Ja, wenn es aber, dann ist er aber so, dann gönnt er denen das nicht. Und wenn das der Preis ist, dass er aufhört, dann darf man denen das nicht zahlen lassen. Man muss den Leuten, nicht allen, ja, aber man muss 80% der Züchter, die ersten 10% dürften nicht so viel zu sagen haben, die letzten 10% aber auch nicht, aber die Mitte 80%. Auf die müsste man hören und dem müsste man Rechnung tragen, den Bedürfnissen. Da ist auch Daniel bei, der sagt, oh, ich würde gerne 400, 500 und 600 Kilometer spielen. Und da bin auch ich bei, der sagt, oh, ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit so weiten Flügen. Ja, also für mich reichen 350 auch. Und wenn andere da besser dastehen, dann ist das für mich auch okay. Also ich glaube, man muss den Bedürfnissen der Leute Rechnung tragen. Ja, ich habe aber noch ein schönes Beispiel. Wir haben letztes Jahr beim Nationalflug mitgemacht, bei uns, unsere Erfahrung. Und der Rest vom Regionalverband eigentlich nicht. Und da waren wir mit Abstand die Schlechtesten. Die schlechteste RV. Und ich muss natürlich dazu sagen, wir haben Süden gespielt und sind dann zum Südosten rübergeschwenkt.
Und da waren meiner Meinung nach die Tauben klar im Vorteil, die das ganze Jahr auf der Flanke hochgeflogen sind, weil über 600 Kilometer Wasserstellen, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist vollkommen klar, sind die anderen im Vorteil. Wir hatten keine Verluste in unserer RV, haben aber unseren Konkurs, ich glaube, fast 2 Stunden später beendet wie alle anderen. Ja. Und du hast nichts bei uns gehört, dass irgendeiner sagt, Katastrophe, hat keinen Spaß. Im Gegenteil, die Leute haben gesagt, so ein großer Flug, da wollen wir unbedingt wieder mitmachen. Einstimmiger Beschluss, wir fahren wieder mit auf diesen Nationalflug. Das ist für uns, wenn da mal einer vorne ist und gewinnt den, dann haben die Leute gesagt, das wäre für sie ja mit das Größte, was sie erreichen könnten, weil deutsche Meisterschaften weit weg sind und so weiter. Aber da haben die Leute Lust zu, zumindest bei uns in der Erfahrung. Da sagst du ja was, das ist eine Freiwilligkeit. Die Leute, die sich dafür aktiv entscheiden, an diesen Flügen teilzunehmen, das ist ja was anderes als setz hier ein oder mach nicht mit. So, und wenn du den Leuten die Wahl lässt, dann nehmen viele, ich mache nicht mit. Wenn du denen aber sagst, ich kann wählen, dann bin ich bei dir. Dann suchen sich die Leute das aus und dann werden sie auch nicht so viel meckern. Da bin ich mir auch sicher. Ja, du siehst ja schon bei uns dreien jetzt. Ne? Auch wir drei haben ja teilweise unterschiedliche Vorstellungen, ne? Oder Wünsche. Und das ist halt auch das Problem, was wir grundsätzlich haben. Ne? Dass viele Taubenzüchter halt unterschiedlicher Meinung sind, was Flüge angeht, was Meisterschaften angeht. Ja. Und nur die Aussage, wer deutscher Meister wird, hat gegen schlechte Züchter gespielt, die finde ich einfach nicht okay. Nee, die stimmt ja auch nicht. Trifft dich ja auch, Stefan. Ich wollte gerade was machen, aber wir sind ja online. Wir sind ja online. Okay, das waren dann alle Fragen, die unter der Woche reingekommen sind. Vielen Dank davor und Dirk Zader werde ich dann per Mail antworten. Es sind auch schon viele Fragen reingekommen. Wir haben auch so viele Zuschauer, ich glaube fast wie noch nie, Daniel. Du bist unser Publikumsmagnet heute. Ohne Zufall. Schlechtes Wetter heute. Ich glaube nicht an Zufall, Daniel. Joki fragt, hallo zusammen, ich würde gerne eine Kur mit meinen Tauben machen, die Stefan machte mit Hexenbier, Blitz, Atemwein, Abomizin. Wie hoch war dabei die Dosierung pro Liter von Hexenbier und Blitz? Stefan, kannst du das nochmal Joki mitteilen? Ja, also ich habe 2 Milliliter Blitz auf 1 Liter Wasser genommen und Hexenbier sind 10 Milliliter gewesen auf 1 Liter. Und das habe ich, glaube ich, ich meine, es waren fast 10 Tage gemacht. Ja, und übers Futter habe ich, wie gesagt, atemfrei Avimizin gegeben. Da muss er die Dosierung nehmen, wie sie angegeben ist. Das habe ich so ein bisschen nach Fingerspitzengefühl gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe ich jetzt nicht so genau genommen. Ich kann noch mal, wie viel Futter ich angemischt habe. Dann habe ich mal 3 Löffel atemfrei genommen. Es konnten noch mal 4 werden. Also da war ich ein bisschen sozusagen freischaffender Künstler in der Richtung. Ja. Aber da sollte man schon natürlich nach der Dosierung gehen. Genau das, was du natürlich auch vorhin gesagt hast, Frederik, die richtige Dosierung. Ich habe sie in der Regel auch relativ gut beibehalten. Aber übers Wasser habe ich es ganz genau so gemacht. Und das muss ich sagen, das hat den Tauben, du hast es von Tag zu Tag immer mehr gesehen, die Flugfreude wurde immer größer und besser und die Tauben, also wirklich blank unten drunter, eine super Daunenmause, also mit dem Blitz und Hexen, das hat mir sehr gut gefallen, das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder machen. Okay. Sascha Mienberg hat eine Frage an Daniel Becker. Sascha war, glaube ich, vor 3 Jahren deutscher Jährigenmeister und Daniel, du warst, glaube ich, 2012 oder 2013 zweiter deutscher Jährigenmeister, richtig? 2015 zweiter deutscher Jährigenmeister und 2017 vierter deutscher Meister mit den Alten, ja. Entschuldigung. So. Aber ist nicht schlimm. Würdest du sagen, dass die fortlaufende Umpaaren im Schnitt mehr gute Junge züchtet, als ob du ein paar beispielsweise 4 Zuchten zusammenlassen würdest? Schwierige Sache. Wenn ich die 4 Zuchten zusammenlasse und die passen nicht zusammen, ist das wie ein Eimer. Das ist jetzt, dann brauche ich schon mal über die Frage nicht weiter zu philosophieren. Ja. Habe ich aber die Zeit und habe die Möglichkeit, durch den Platz, durch die Einzelbox das mal umzupaaren, erhöhe ich natürlich schon die Chance, einen Treffer zu landen. Das ist, wie der Stefan eben so schön sagte, das ist nämlich auch Aufwand. Das ist ja nicht einfach nur mal eben schnell gemacht. Und ob die Chance höher ist, weiß ich wirklich nicht. Also
es gibt ja auch Leute, die sagen, die erste Brut ist die beste oder die mit einem jungen Weibchen und einem alten Vogel ist besser wie mit zwei alten Tauben. Da gibt es auch wieder ganz viele Theorien. Ich glaube, dass das Umpaaren den Tauben nicht schlecht tut, den Zuchtschlag. Okay, Powerpitchen fragt, hallo ihr drei, wie viel Watt braucht eine Tageslichtlampe für eine normale Fassung? Also diese E27-Fassungen sind wahrscheinlich gemeint. Nutzen wir diese Arcadia Bird Lamps und die haben 20 Watt. Das sind so quasi, also Vogellampen übersetzt. Sie sind zwar recht kostspielig, aber ich finde die sehr gut und die gefallen mir auch sehr gut. Kann man die dimmen, Frederik? Will ich dich gerade mal fragen. Da muss ich googeln. Gut, weil alles, was man nicht dimmen kann, kommt nicht in meine Fassung. Ja, aber es gibt auch Tageslicht-LED-Lampen. Die müssten ja dann dimmbar sein. Ja, die habe ich aus dem... Ach, wie heißt das Geschäft, wo die Frauen immer hinrennen? IKEA. Da gibt es dimmbare Tageslichtlampen. Ja, okay. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob die dimmbar sind. Da müsste ich mal googeln. Aber die sind auf jeden Fall... Also das sind die ich präferiere aktuell. Magu Winter fragt für einen Sportfreund, kennt ihr das Problem, dass Zuchtweibchen, die zweite Runde ewig brauchen, bis sie wieder legen? Das sind zwei- oder dreijährige Weibchen. Andere Paare, das haben schon wieder das zweite Mal Eier und die sind schon wieder am Schlüpfen. Der Züchter war noch nicht beim Tierarzt, es ist nicht bei mir selber. Die Frage ist für einen Züchterkollegen ohne Internet. Ich habe ihm geraten, Mineraldrink anzubieten über das Wasser. Er gibt zwar zweierlei Sorten Grit, jedoch vermute ich, dass irgendein Mangel, dass sie so spät noch nicht gelegt haben in der zweiten Runde. Was würdet ihr dem Züchter empfehlen? Daniel zuerst am besten. Ich zuerst. Also, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich weiß nicht, ob das an Mineralien oder Vitaminen oder sowas liegt. Es könnte vielleicht eher sein, dass die Tauben sich teilweise was eingefangen haben, weil da ist die Form anscheinend nicht richtig da. Ja. Oder die Gesundheit nicht richtig da, dass die legen. Also in der Regel ist es ja so, wenn die Jungen beringt sind, dauert es noch ein paar Tage, dann treiben die wieder an und dann legen die auch schon wieder ihre Eier. Und es ist ja eigentlich selten. Klar ist mal ein Paar bei, was später legt, das hat man immer, haben wir auch. Aber das hört sich ja schon eher so ein bisschen danach an, dass da irgendwas nicht stimmt, was ich dann aber auch von hier, glaube ich, nicht beurteilen kann. Ja. Wenn es jetzt wirklich mehrere Weibchen sind, wenn es immer eins, wie du schon sagtest, dann kann immer mal passieren, dass ein Weibchen vielleicht ein bisschen später legt. Ne? Also das habe ich auch schon mal gehabt. Aber wenn es jetzt mehrere Weibchen sind, dann würde ich wirklich mal eventuell einen Tierarzt aufsuchen. Wäre der erste Weg, ne? Bevor ich jetzt vielleicht überlege, was habe ich für Produkte bisher eingesetzt. Ja. Ne? Die Sicherheit mir erstmal holen, zum Tierarzt gehen, sind die in Ordnung, die Tauben? Das wäre der erste Schritt, den ich machen würde, um da 100% klar zu sein. Wenn die Tauben in Ordnung sind, dann muss ich halt mal schauen, wie ist mein Versorgungskonzept in der Zuchtphase. Ja, werden die wirklich zu 100% vernünftig versorgt? Das müssen wir als nächstes. Das wäre dann der nächste Schritt. Ja, okay. Hier kommt eine Frage von Bernhard Fied. Hallo Daniel, reicht es, wenn man Junge nur belichtet aus deiner Sicht? Liebe Grüße und gut Flug für 2024. Das reicht durchaus. Also ich bin ja sowieso der Meinung, auch eine nicht verdunkelte und nicht belichtete Jungtaube kann die weiten Flüge trotzdem fliegen. Das haben die Züchter ja früher auch gemacht. Sie sind halt langsamer. Man muss sich halt einfach damit anfreunden. Wichtig ist, dass die da nach Hause kommen. Und fliegen können die das alle. Und um erfolgreich zu sein, reicht natürlich auch nur die Belichtung, definitiv. Okay, dann auch noch eine Frage von Bernhard. Hallo Stefan, wann kommt wieder Rönnfried Insight? Also ich fahre am Montag zu Rick Kohls und werde da ein Video drehen. Das heißt, Montag bin ich da im Einsatz und werde dann, so, wenn es meine Zeit erlaubt, den auch in dieser Woche dann fertig machen, sprich nächste Woche. Und dann werden wir wieder ein Rönnfried Insight Video haben. Ja, cool. Sehr gut. Liebe Grüße an Rick. Hallo Daniel, eine Frage von Alfred Berger an Daniel Becker. Wie viele Junge züchtet er von seinem Top-Zuchtweibchen, zum Beispiel den Olympia-Weibchen pro Zuchtjahr, welche an der Reise teilnehmen können? Also von der Olympic Bonnie, die ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt. Wie viele Junge züchtest du von der noch und wie viele gehen auf die Reise? Also auf die Reise gehen null.
Also die bleiben entweder für uns, und letztes Jahr hatte ich noch welche in der Versteigerung, und dieses Jahr kommen da aber auch schon keine mehr rein. Gehe ich zumindest mal von aus, und wir behalten die für uns. Und von den Geschwistern, die 1151, die auch der Alfred bei sich hatte, da habe ich jetzt für die Reise 2 Runden gezogen, und dann geht noch eine in die Zucht. Aber wir sind dazu gekommen, dass aus diesen ganz guten Weibchen die Jungen jetzt eigentlich nur noch für die Zucht sind. Okay. Hier fragt eine Züchterin oder ein Züchter TS, was macht man mit den aussortierten Tauben, die ja Medikament und Impfung bekommen haben, und die kann man ja gar nicht mehr essen, und es gibt wohl Schlagauflösung bei ihr in der Gegend. Da haben 90-jährige Züchter noch über 300 Tauben, und die Mitglieder suchen sich die 3 besten raus, und das war's. Und die verbliebenen, ja, Züchterinnen wissen dann nicht mehr, was sie mit den Tauben machen sollen. Ich glaube, da kann man empfehlen, sich an Tierparks zu wenden und die Tauben dahin abzugeben. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, was man da machen kann, aber ich glaube, die als Fütterungstiere einzusetzen wäre der vernünftigste Weg. Ja. Ja, Alex Shady sagt zu dir, Stefan, ja, er hat eine Nachricht geschrieben und noch keine Antwort, vermutlich geht es um Tauben. Und der gleiche Alex schreibt auch Daniel anscheinend und sagt zu dir, Daniel, der kommt bei dir aus der Region, in 3 bis 5 Jahren spielt er vorne mit und du sollst dich warm anziehen. Danke. Der Alex lehnt sich ja da ganz schön weit aus dem Fenster. Wir werden ihn im Auge behalten, sozusagen. Herzlich willkommen. Ja, Thilo Morawitz hier schreibt gute Einstellung von Daniel, beziehungsweise was die Flüge angeht, wahrscheinlich über die 400- und 500-Kilometer Flüge. Und Taubenfreund MK fragt, hallo zusammen. Meine Reiseweibchen haben zurzeit große Junge, die alle in der Ecke sitzen. 2 lesbische Weibchen haben sich gefunden und liegen in einer Ecke. Was würdet ihr machen? Erste Frage an Daniel und dann an Stefan. Nix. Okay, nix ist einfach. Stefan, was würdest du machen? Gar nichts. Nee, Quatsch. Also ich finde, also wenn die jetzt schon mit großen Jungen und dann schon lesbisch in der Ecke liegen, also wie soll das erstmal sein, wenn die in der Saison sind? Also dann werden die wahrscheinlich mit Sicherheit auch zusammenliegen. Also ja, der Daniel würde jetzt sagen, ich schicke die jetzt erstmal und würde ich gucken, was passiert. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Man weiß ja vielleicht, wenn du jetzt eine von den 2 rausnimmst, dann sucht die andere sich vielleicht schon wieder das nächste Weibchen wieder. Ja, das wissen wir ja auch nicht. Also ja, aber ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Also jetzt, wo die große Junge haben, dass sie dann schon lesbisch in der Ecke liegen. Also das kenne ich zum Beispiel nicht. Nein. Okay. Vermutlich ich setze die ja zum Beispiel mit den Jungen in die Foliere absichtlich. Habe die ganzen Jungen mit Nistschalen nach 15, 16 Tagen auf dem Boden stehen. Und da füttern die Jungen und sowas. Aber das sind dann keine lesbischen dabei. Okay. Es ist ja vielleicht auch so, vielleicht ist es ja auch ein Vogel. Das kann auch sein. Oder es ist, die haben sich wahrscheinlich schon im Winter gefunden und waren schon die ganze Zeit über verpaart. Das ist wahrscheinlicher, ne? Und das ist ja auch die schwierige Zeit, sage ich mal. Da finden sich ja wahrscheinlich eher die Partner, die man dann im Sommer sieht. Okay, also ihr beide würdet nichts machen, die einfach durchschicken, vielleicht Gipseier hinlegen oder so. Und ja, erst mal anfangen zu schicken. Ne? Vielleicht ist die eine, und wenn ja 5, 6 Touren sich einen sehr gut zeigt und die anderen, und die hängen immer noch zusammen, ja, dann lässt es wahrscheinlich sogar, vielleicht fliegt hier noch das Weibchen, das weiß man ja alles nicht. Ich würde erst mal anfangen. Manchmal lösen sich Probleme nachher von ganz alleine in dieser Richtung auch. Daniel, noch eine Frage von Alfred. Wie viele Jungen bekommst du denn von deinen Zuchtweibchen für die Reise in einem Zuchtjahr? Also sind es 2, 4 oder 6? Also mindestens 4. Also wir haben, ja, wir machen alle 2 Runden, die Weibchen auf jeden Fall. Dann sind es auf jeden Fall 4. Und ich versuche dann auch, wenn eins dabei ist, wo die Eier mal faul waren oder die Jungen nichts geworden sind, dass ich die dann nochmal anpaar. Okay. Ja, der Alex Shady sagte, er freut sich, dass er uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ja, vielen Dank, Alex. Das hast du auf jeden Fall. Ja, damit sind wir mit den Fragen durch, die unter der Woche reingekommen sind. Auch die Fragen, die jetzt live reingekommen sind, sollten keine weiteren Fragen reinkommen. Also ihr habt noch Zeit, wir wollen es noch gerne
noch weiter unterhalten. Wir haben ja nicht so oft die Gelegenheit. Alfred sagt, aus seiner Sicht ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Weibchen paaren, wenn sie bereits getrennt sind und Junge auf dem Boden füttern. Ich finde das, also gerade wenn sie dann gepaart worden sind, finde ich das schon, also ist auch nicht so, also aus meiner Wahrnehmung nicht sehr typisch. Daniel, nochmal zu deiner Sichtweise, dass wenn du jetzt sagst, du hast vier Junge aus einem Weibchen, hättest du gerne mehr oder reicht dir das eigentlich? Man hätte immer gerne mehr, wenn es ein gutes Weibchen ist. Ne? Wenn es ein richtig gutes Zuchtweibchen ist, dann kann ich die ja auch nochmal paaren, dann habe ich 6. Ne? Man muss halt nur gucken, dass man die nicht so dicht hintereinander paart. Warum? Was beobachtest du dann, wenn die zu dicht aufeinander folgen? Wenn ich jetzt zum Beispiel die nur legen lasse und lege die Eier immer um. Ja. Also nicht, ich sag mal, Eier legen, Eier weg, Eier legen, Eier weg, Eier legen. Also das machen wir dann nicht. Ja, dann, dass halt genug Zeitraum dazwischen ist, dass die Täubin sich auch erholen kann. Das ist immer wichtig. Hast du das beobachtet, dass die dann nicht so gut die Junge bringen oder ist das nur dein Gefühl? Ich will das dem Weibchen einfach nicht antun, dass es Eier legen muss wie ein Huhn. Das ist eigentlich das einfach Einzige. Ja. Unsere Hühner dürfen ruhig jeden Tag ein Ei legen. Ach, Hühner habt ihr auch. Das ist ja eher ungewöhnlich, das sieht eigentlich nicht ungewöhnlich, aber so finde ich schon cool, wenn Leute nochmal einen anderen Blick auf andere Tiere werfen können, nicht nur auf Tauben. Ja, Daniel, beschreib mal kurz, wie du es jetzt weiter handhabst und du hast vorhin nochmal, da hatte ich auch noch eine Frage zu diesem 400-Plus-Club. Du hast gesagt, ihr macht das so. Das heißt, ihr seid keinem Regionalverband oder so angeschlossen oder wie macht ihr das? Nee, wir hätten das gerne oder würden das gerne machen. Ja, wir machen das nicht. Es gibt genügend, die es gerne machen würden, aber dann ist doch immer der Anreiz, deutscher Meister zu werden, bei den meisten zu groß, wenn es dann darauf ankommt, dann sowas durchzuziehen. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir wollen wieder klassisch Südost fliegen, damit wir nicht von der Autobahn weg müssen, weil es auch zu teuer ist. Und deswegen haben unsere beschlossen, wir fahren die alte Route, also nicht mehr zum Süden. Und wenn der Verband das ablehnen sollte, wollen die trotzdem fahren, weil die einfach sagen, dann können wir eben nicht mitmachen, aber wir wollen auch die Mehrkosten nicht tragen und Verluste waren ziemlich hoch und das wollen die Leute halt auch nicht. Die Flüge waren, da hat sich jetzt keiner dann so beschwert, dass man von Preisen her, darum geht es nicht, ging halt wirklich nur um Verluste und halt auch, ja, wenn die Fahrer dann sagen, dass da nach 8, 9 Touren die Tauben im Süden immer noch schlecht abziehen, sage ich immer, da kann ja was nicht stimmen. Ja. Und aber wie gesagt, würden wir schon machen, aber dann ist der Anreiz doch zu groß. Okay. Ja, Stefan, wie sieht bei dir die nächste Woche aus hinsichtlich der Vorbereitung? Du bist ja schon in fast 14, 17 Tagen. Steht ja bei euch schon der erste Preisflug an? Ja, morgen in 14 Tagen haben wir Einsätzen für den ersten Preisflug. Ne? Also, ja, das ist jetzt wie folgt. Morgen haben wir Einsätzen, habe ich ja vorhin erzählt. Dann geht es ungefähr auf 130 Kilometer, schätze ich mal. Wir sollen Samstag sehr gutes Wetter bekommen. Ich hatte die Tauben am Dienstag nochmal zusammengelassen. Das heißt, die werden dann am Samstag wieder komplett getrennt. Ja, das heißt, dann sind sie eigentlich auf Witwerschaft. Und der Versorgungsplan, habe ich ja auch gesagt, werde ich am Samstag dann zu 100% damit anfangen. Ja, und dann geht eigentlich für mich jetzt eigentlich so die Phase los, wo ich in den Rhythmus komme. Ne? Das heißt, dann will ich versuchen, dann werde ich meinen Zeitplan ein bisschen straffen. Das heißt, dann werde ich die Versorgung ein bisschen zeitlicher besser anpassen. Und dann geht die Saison eigentlich für mich los. Ne? Und ich hatte jetzt am Dienstag habe ich allen Tauben nochmal Rocitol-Tropfen gegeben, Nasentropfen nochmal gegeben. Und jetzt geht's los. Jetzt hoffe ich, dass wir auch nächste Woche noch mal ein bisschen vernünftiges Wetter kriegen. Das sieht momentan nicht so gut aus, dass wir Dienstag noch mal einen Flug machen können und dann den letzten Vorflug nächste Woche. Ja, und da freue ich mich jetzt drauf. Toi, toi, toi bisher, wie gesagt, noch keine Verluste. Das ist außergewöhnlich. Ja, noch nicht eine Taube bisher weggekommen. Keine über Nacht gegangen. Das war bisher, muss man sagen, hervorragend, wo ich das am Dienstag nicht gedacht habe. Ja, und dann geht's los. Ne? Und dann, das sind ja, wie gesagt, noch keine 14 Tage mehr, dann haben wir schon den ersten Preisflug so ungefähr. Ne? Also das geht jetzt rucki zucki. Ne? Okay, gut.
Alles klar. Hast du noch Fragen, Stefan, an Daniel? Nee, ich finde das System ja auch, ich war ja beim Daniel gewesen und mit den Voliere, das finde ich halt so interessant beim Daniel auch, ne, dass er wirklich die Weibchen auch, auch nachts aussperrt. Ne? Das ist, aber man muss aber auch dazu sagen, dass der Schlag natürlich auch sehr gut liegt. Ja, dass da entsteht keine Zugluft oder steht der Wind nicht drauf, weil ich kann mich erinnern, dass die Mauer ja noch davor, also der steht ja relativ an so einem Gebäude nah dran, ne? Also das ist schon ein relativer Schutz. Also man muss immer überlegen, darum machen wir das Format hier auch, ne, was kann man als Züchter mitnehmen, ja? Und das ist immer die Frage, mache ich das jetzt so wie der Daniel, sperre ich meine Weibchen auch aus, Tag und Nacht, da muss man genau überlegen, ist es sinnvoll, die Tag und Nacht auszusperren? Für meine Schlaggegebenheit, das muss man auch berücksichtigen. Ja. Ne? Wenn da voll der Wind draufsteht und ich muss sie aussperren, wird das mit Sicherheit nicht so förderlich sein, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, also das sollte jeder Züchter überlegen, wenn er was ändert und das ist immer schlagmäßig ein bisschen abhängig, finde ich, und beim Daniel funktioniert es halt sehr gut letztendlich. Das ist eine einfache Haltung, das kommt natürlich noch da hinzu, ne, und ja, aber ansonsten, jeder hat so sein System mit dem, wie gesagt, ich Zuchtweibchen, wie er das macht, könnte ich es nicht machen, hätte ich auch gar nicht die Zeit für mit den Umlegen, das wäre mir alles, das wäre mir zum Beispiel zu viel Arbeit und da muss es ja, nee, das würde ja bei mir gar nicht funktionieren. Was ich gerne mal machen würde, zum Beispiel, um so ein bisschen Ansatz reinzukriegen, in einer Zuchtsaison mal die Paare nochmal umpaaren. Ja, das wäre für mich nochmal so ein Anreiz, aber selbst das habe ich in der Regel nicht gemacht, vielleicht mal ein, zwei Paare, die ich mal umgepaart habe, aber das ist ja auch mit dem Aufwand wieder verbunden. Ne? Wenn du sagst, du trennst nach der zweiten Runde, trennst die Tauben, dann müsstest du ja sagen, okay, lässt die Weibchen, die Junge erstmal großziehen, damit die nicht schon wieder legen, ne? Wie er Daniel ja vorhin gesagt hat, und dann wieder neu paaren, das ist ja mit extrem Arbeit verbunden. Wenn du jetzt einen Zugstall nur hast und willst sie umpaaren, dann ist ja auch sportlich, ne? Wenn die Weibchen auf einmal in eine andere Zelle müssen, mal eben eine Zelle links nach oben nur, also um das hinzukriegen, ist ja auch viel Arbeit, ne? Also das funktioniert auch nicht so einfach. Was eine Einzelbox sind, ja, dann ist das ein einfaches Spiel, ne? Ja. Okay. Ja. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, an einem Donnerstagmittag mit uns so ein Format aufzunehmen. Danke für deine Ausführungen. Wie immer sehr interessant. Ich hoffe, dass du gut in die neue Saison startest, dass ihr du und deine Familie gesund bleibt. Und vielen Dank für die Aufzeichnung, Stefan. Dir auch alles Gute. Vielen Dank. Erfolg für die nächsten Vorflüge und an alle unsere Follower. Vielen Dank, dass ihr auch reingesehen habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Alles Gute, bleibt gesund und gut Flug. Ja, euch auch. Gut Flug. Stefan, dir alles Gute. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, auch in die Runde natürlich. Na, danke für die Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Daniel. Und euch zwei natürlich auch. Und allen anderen auch viel Erfolg diese Saison, dass wir eine gute Saison bekommen. Und ich muss es einfach nochmal anmerken, ein bisschen weniger meckern ist immer ganz gut als Taubenzüchter. Genießt einfach, wenn die Tauben vom Flug nach Hause kommen. Das sage ich zumindest immer meinem Partner, auch wenn der Flug mal nicht so gut war, auch wenn unsere Laune da nicht so gut ist. Aber das macht den Taubensport ja auch am Ende vom Tag ein bisschen aus, dass wir uns auch freuen sollten und unser Hobby genießen sollten. Alles Gute, bis dann. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.